Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Es ist endlich soweit, es gibt ein Roomtour-Video. Ich habe mal wieder mein türkisenes T-Shirt angezogen und mich hier aufs Sofa gesetzt, weil ich dachte, wir starten einfach mal hier und gehen direkt dann rüber in mein Zimmer, dann kann ich euch das zeigen. Wahrscheinlich ist die Tonqualität ein bisschen anders als sonst. Ich filme nämlich ausnahmsweise mit meinem Handy. Das hat nämlich einen größeren Aufnahmewinkel und dann seht ihr drüben ein bisschen besser. Das habe ich mit meiner Kamera versucht und das ging aber nicht gut. Der Ton könnte eventuell ein bisschen seltsam sein, aber ich vermute mal spätestens, wenn wir drüben sind, hört er sich an wie sonst oder jedenfalls besser an. Okay, dann gehen wir auch mal direkt rüber. Ich nehme mal mein Handy von der provisorischen Halterung runter und dann seht ihr nämlich mal, dass hinter mir ist gar kein Bild, das ist tatsächlich eine Uhr. So, und wir gehen mal um die Ecke. Ganz wichtig, ach so, ich zoome euch mal noch auf normal raus, auf 1, so hier so irgendwo. So, ganz wichtig ist der Boden. Das ist das Erste, was ihr vielleicht erkennt, das ist der Boden von meinen Thumbnails. Ich habe nämlich kein professionelles Fotostudio oder so. Ihr werdet nachher sehen, vieles von den Sachen ist sehr provisorisch gelöst. Und ich habe nämlich keinen schönen Untergrund oder eine Fotoecke oder so. Ich lege die einfach, meine Projekte, auf den Boden vors Fenster im Wohnzimmer und fotografiere die da. Deswegen, das ist mein Fotostudio, unser Parkettboden. So. Und das ist mein Zimmer. Ganz wichtig ist hier ein Schildchen, ein Türschild, damit Leute wissen, dass ich hier gerade ein Video drehe. Sonst gehen die nämlich immer rein und versauen mir meine Aufnahme. So, man sieht direkt, wenn man reinkommt, ein paar Brettspiele. Ihr seht im Verlauf des Videos, Bastelsachen sind nicht so das Einzige, was ich sammle. Und jetzt hat sich auch die Tonqualität gebessert. Mein Zimmer ist nämlich relativ voll. Und das ist ganz gut für den Ton, weil dann halt es nicht so an den Wänden, sondern wird abgefangen von den Bastelsachen. So, kleiner Disclaimer als erstes. Erstens, es ist witzig, dass ich jetzt hier stehe und mein Zimmer filme. Ich dachte auch nicht, dass ich mal an den Punkt in mein Leben komme. Fürs ganze Internet. Naja, okay. Mein Zimmer ist normalerweise nicht so aufgeräumt. Es fühlt sich sehr fremd an, weil es so aufgeräumt ist. Normalerweise steht hier noch Zeugs. Hier türmen sich noch ein paar Brettspiele auf. Da stehen immer meine Tanzschuhe. Da steht immer mein Uni-Rucksack. Und hier stehen immer noch so ein, zwei Stamp-and-Up-Kartons von Sachen, die ich gerade nicht weggeräumt kriege. Oder gerade aktuellen Projekten. Ja, und Disclaimer, ich bin natürlich mittlerweile etwas größer, ich bastel sehr viel, ich mache das, ich würde es mittlerweile als meinen Beruf bezeichnen oder jedenfalls neben dem Studium Beruf, ja, ich studiere immer noch, ich bin jetzt mittlerweile im Master angekommen und ja, deswegen ist es relativ viel Bastelzeug, das muss man natürlich im richtigen Kontext betrachten. So, mit was fangen wir denn auf jeden Fall an? Man sieht hier hinter der Tür stehen noch so ein, zwei Stempelsets, von denen ich mich nicht trennen kann und oben noch ein, zwei Karten. Ja, die da unten, die 6 Fächer, die sind zum Verkauf, die nehme ich immer mit auf die Stempelmesse und die waren auch eine Zeit lang auf eBay drin und die restlichen von denen kann ich mich nicht trennen. Also ich hoffe, das geht euch auch so. Es gibt einfach ein paar Sachen, das gibt man einfach nicht weg, das geht nicht. So, ich stelle mich mal in die Mitte und drehe mich mal um. Also das ist mein Bett, where the magic happens, mit ein bisschen Bild. Das ist so der Hauptbastelbereich, das Hauptbastelregal. Das ist alles komplett Bastelzeug. Das werden wir uns hauptsächlich fokussieren heute drauf. Dann ein Fenster, da sieht man manchmal die Nachbarskinder Trampolin springen. Deswegen, das ist immer, wenn ich erzähle, dass man die Nachbarskinder hört. Das ist entweder, wenn sie oben rumtrampeln oder im Garten rumschreien. Aber ich freue mich dann immer. Hier sieht man mein Kamerasetup, das sage ich auch noch gleich zwei Sachen dazu. Kleiderschrank, das ist eine Officebox, das ist mal so eine Art Schreibtisch gewesen. Hier oben steht noch Krimskrams und da stehen meine Stampin'-Up-Farben. Ganz, ganz toll. Und da sieht man auch, ich habe auch die Kamera, die Handykamera gewählt, weil der Autofokus deutlich besser ist. Ich sehe übrigens gerade, ich habe keine Deko an. Ich habe gerade erst geduscht. Ja, so. Ja, also das ist eine Officebox. Diese Klappe hier geht so nach unten und diese Klappe geht so nach oben. Das war mal so eine Art Schreibtisch. Hier sieht man so ein, zwei Nagellackfläschchen, die ich besitze. Und hier so ein bisschen Kalligrafiekram und Siegelzeugs. Da werde ich auch demnächst noch ein Video zu machen, weil mir das Thema recht wichtig ist. Ja, aber seit ich meinen Tisch habe, hat sich das mit dem Schreibtisch erübrigt. Ich bastel oder mache eigentlich alles hier immer an meinem Tisch. Genau, das ist so ein Ikea-Klapptisch. Der ist so ein Flügeltisch, da gehen hier so zwei Flügel raus. Und dann habe ich einen 6-Personen-Tisch in meinem Zimmer. Das ist fürs Spielen, wenn Freunde da sind, damit wir gescheit Platz haben, um hier zu spielen, dass wir nicht immer das Wohnzimmer verbarrikadieren müssen. Natürlich auch zum Basteln. Deswegen normalerweise ist der immer aufgeklappt und dann habe ich genauso viel Platz zum Laufen zwischen meinem Bett und meinem Tisch. Ja, also, und da stehen noch Kartons. Also, es ist immer recht eng, aber das ist halt mein Zimmer und ich mag mein Zimmer. Irgendwann ziehe ich mal aus und dann ziehe ich mir was Großes. Dann hole ich mir etwas Größeres und dann gibt es da einen extra Bastelraum. Aber im Moment lebe ich halt in diesem einen Zimmer. Ja, ich bin im Moment ein bisschen auf WG-Suche. Mal gucken, ob sich was ergibt. So.
Dann, ja, richtig. Und hier sieht man mein Kamerasetup, da kann ich auch gleich nochmal was sagen. Also hier sitze ich immer, hier entstehen auch alle meine Bastelvideos, genau hier an diesem Platz. Da lasse ich immer die Jalousie runter, damit das Licht nur von hier oben kommt. Und das ist mein Videosetup. Also ich benutze einen Camcorder, einfach weil wir einen hatten, der ist von meiner Schwester geklaut. Und das steht auf diesem Kamerastativ. Das steht schräg, damit die Beine nicht im Bild sind. Deswegen muss das schräg sein. Hier hinten rüber auf den Stuhl. Und beschwert wird das Ganze mit einem Koffer, wo noch ein paar von den ganz großen Acrylblöcken drin sind. Deswegen, das ist das Gegengewicht. Und so filme ich alle meine Videos. Hier runter Top-Down. Das hier ist ein Ringlicht, das ich relativ günstig von Amazon gekauft habe. Ja, normalerweise ist hier hinten immer Kabelsalat, aber auch das habe ich gerade weggeräumt. Und da ist dann die Stromversorgung für die Kamera und das Ringlicht ist da eingesteckt und so weiter und so fort. Aber das hier ist mein Kamerasetup. Ich habe das schon mal in einem Live-Video gesagt. Wenn ihr vorhabt, einen Bastelkanal zu starten oder Videos oder Bilder oder was auch immer oder Instagram-Videos oder was auch immer ihr wollt zu machen, Videos, fangt einfach an. Schritt 1 ist anfangen. Nicht erst überlegen, was brauche ich, was kaufe ich oder sowas. Das ist Zeug, was ich da hatte. Jedes Handy kann Bastelvideos aufnehmen. Jedes Handy ist mittlerweile gut genug mit der Kamera. Deswegen, ihr könnt auch einfach so eine Selfie-Halterung nehmen oder so. Macht es nicht dann zwingend am Tisch fest, weil das wackelt dann immer so ein bisschen. Ihr seht manchmal, wenn ich am Tisch zu doll wacke, gibt es immer ein Erdbeben, weil meine Kamera auf dem Tisch steht. Also am besten wäre natürlich an der Decke festmachen oder irgendwie so. Oder wenn ihr hinten noch ein Regal habt oder was auch immer da dran. Aber fangt einfach mal an. Man braucht nicht viel Kram. Ihr seht, das ist bei mir super provisorisch gelöst. Und so mache ich das jetzt schon seit einigen Jahren. Und ich habe keine Lust daran, was zu ändern, weil es funktioniert ja wunderbar. Genau, also da sitze ich immer und mache alle meine Bastelvideos. Hier ist der Stempler-Falzbein. Das kriegen übrigens meine Teammitglieder immer zum Titelaufstieg. Wenn man seinen ersten Titelaufstieg hat, kriegt man ein personalisiertes Falzbein mit einem Stempler-Falzbein. Da steht dann aber der Name von den jeweiligen Teammitgliedern drauf. Genau, weil die mache ich immer selber. Gut, okay, ich glaube, wir fangen hier drüben an, weil das ist so nicht so ganz so wichtige Ecke. Das hier habt ihr schon gesehen und dann gucken wir ins große Bastelregal. Also, was gibt es hier? Das ist nur anderes Sammelzeug. Hier sieht man auch, ich sammle zum Beispiel Spielkarten, weil ich habe eine ganze Zeit lang gezaubert. Deswegen sind hier meine Spielkarten. Hier sind Puzzleboxen, das sind so Trickboxen, wo man rauskriegen muss, wie die aufgehen. Die finde ich auch total cool. Hier, ganz wichtig, steht immer ein Projekt, was mir entweder viel bedeutet oder mein aktuelles Lieblingsprojekt oder ein Projekt, was in die Zeit passt. Also zu Weihnachten steht da mal eine Weihnachtskarte oder sowas. Im Moment steht hier die Drachenkarte. Das ist mein Shit-Ordner, also so Bürokratiekram und Garantie und Rechnungen und so ein Kram. Das kommt alles hier in diesen Ordner, ganz, ganz wichtig. Hier ist ein Ordner, da sind alte Incolor-Papiere drin. Ihr habt ja schon mal in einem Video, in einem Tipps-Tipp-Video meinen Papierordner gesehen. Das sind die beiden da drüben, diese. Und dieser hier funktioniert genau gleich, nur da sind halt alle alten Incolor-Farben und rausgeschmissenen Farben und so weiter und so fort drin. So, dann haben wir hier das ganz tolle Stempelkissenregal. Das ist, bevor jemand fragt, Marke Eigenbau. Das hat mir mein ehemaliger Nachbar gebaut. Und das ist natürlich das Allercoolste. Und das macht immer am meisten Spaß beim Aufräumen. Wenn man basteln, aufräumt oder so, das ist immer nie so geil. Aber das hier macht richtig Spaß, die Stempelkissen immer in ihr Fach zu stecken. Das ist super cool. Die Stampin' Up! Aufbewahrungen, die finde ich auch gut. Da ist ja auch immer noch der Marker direkt nebendran. Die sind auch ganz schnieke. Aber ja, ich hatte das hier, bevor es das gab und deswegen, das ist immer super cool. Und ich habe auch, man sieht, das war aufs alte Farbsortiment ausgelegt, da gab es noch nicht die drei Extrafarben. Die habe ich oben dran gebastelt, ganz provisorisch hier mit dem Extrafach. Und oben drüber stehen die alten Incolor-Farben. Ich habe jetzt festgestellt, die Metrik für, man ist lange bei Stampin' Up, darf man sagen, wenn man mehr alte Farben hat, als Farben im Hauptsortiment sind, dann darf man sagen, man ist länger bei Stampin' Up dabei. Hier seht ihr meine erste Incolor-Farbenfamilie. Tangelo Twist, Hello Honey, Lost Lagoon. Und da waren noch drin Mossy Meadow, Waldmoos und Blackberry Bliss, Brombeermoos. Die sind aber mittlerweile ins Hauptsortiment gekommen. Und Lost Lagoon hier, das ist das Lagunenblau, das kommt auch wieder zurück. Also sind tatsächlich aus dieser Farbe, das waren ja mal fünf, sind drei ins Hauptsortiment gegangen. Die war ziemlich cool. Das war meine erste Incolor-Farbenfamilie. Genau, und das sind noch weitere Incolor-Farben. Das sind die Farben, die beim letzten Farbaustausch rausgegangen sind. Und das sind auch alles alte Incolor-Farben. Der Farbaustausch ist ja vor der Tür. Entweder heute oder morgen kommt mein Paket mit den neuen Farben und dann muss ich ein bisschen umbauen. Also immer zum Jahreskatalog wechseln, muss ich immer mein Zimmer umorganisieren. Hier drüben stehen Marker. Das hier sind die aktuellen Marker in der Box. Das hier sind alte Incolor-Farben-Marker. Wie gesagt, da muss ich mir jetzt irgendwas ausdenken, was ich mache, wenn jetzt hier noch neue alte Stempelkissen dazukommen. Hier drüben sind Fremdstempelkissen, das hier sind Stayson-Kissen, die gibt es auch in mehreren Farben. Ich habe hier das Schwarz und das Hellbraun, das haben wir auch im Sortiment, aber ich habe noch Grau, Blau und Grün. Das hier sind Delicata-Stempelkissen, diese Metallic-Stempelkissen, die gibt es auch in mehreren Farben, total cool. Und das hier sind auch noch zwei Schimmer-Stempelkissen von Tsukineko. Hier sieht man, habe ich das Holzpapier benutzt, das gab es in dieser Schmetterlingsreihe, wer sich da noch dran erinnert. Und niemand wusste, was man mit diesem Holzpapier machen kann und ich finde es auch nicht cool genug, um damit zu basteln. Aber es passt perfekt zu diesem Schrank, deswegen beklebe ich hier gerne die Sachen, damit das ein bisschen
unauffälliger ist. Und hinter dem Regal gibt es auch relativ wichtig, da steht Schmierzeug, da sind Schmierzettel und da sind irgendwie geheime Sachen dran geklebt. Und hier sind alle meine Nachfüller drin. Die habe ich alle in diesen breiten Stempelboxen, die es mal gab. Die gibt es aber leider nicht mehr. Und da passen perfekt die Nachfüller rein. Da werde ich jetzt eben auch immer ein bisschen ummodeln müssen, wenn jetzt neue Farben rausfallen. Die werde ich dann wahrscheinlich anders einsortieren und so weiter und so fort. Aber hier sind alte Nachfüllerfarben. Das hier sind noch ein paar von den Blends-Modulen da. Da werde ich jetzt auch umbauen müssen, wenn ich neue Blends habe. Genau. Und hier sieht man, ich habe ein, zwei Fläschchen noch in Wildleder gekauft, bevor das rausgeht. Das ist ja eine meiner absoluten Lieblings-Vintage-Farben. Das hatte ich euch auch mehrfach gesagt. So. Richtig. Und oben drüber, das eben diese alten In-Color-Farben, die sind alle in so einfach so Stempelkissentürmen, die ich gebaut habe, aus dem passenden Farbkarton. Da kann ich euch auch mal ein Video zeigen. Uiuiui, hier ist ganz schön staubig. Muss ich mal gucken, vielleicht zeige ich euch das auch mal im Video, aber es ist eigentlich relativ trivial. Also man faltet halt einfach einmal rum und klebt es dann fest. Und so lagere ich eben alle meine alten Stempelkissen in diesen Türmen, wobei ich jetzt ein bisschen auseinanderpflücken muss für die Farben, die wieder zurückkommen. Aber das ist eine super Aufbewahrung. Und das kann man auch natürlich für den Anfang machen. Also Sandra zum Beispiel hat alle ihre Farben, in diesen Stempelkissentürmen. Und eine andere Freundin von mir, Rihanna, die hat alles in Stampin' Up Karton verschnitten, so Fächer gebaut, wo sie alle ihre Stempelkissen drin hat, immer zu zehnt in der Farbfamilie. Also man kann sich ganz einfach auch selber sein Stempelkissenregal bauen, aber sowas ist natürlich deutlich cooler und fühlt sich auch schöner an. Also ja. Ganz wichtig beim Stempeln, ihr dachtet natürlich, ich mache hier nur Führung, aber nee, es gibt natürlich auch wieder Tipps mit dabei. Ganz wichtig beim Aufräumen und bei der Ordnung ist, dass jedes Item seinen eigenen Platz hat. Also alles muss genau wissen, wo es aufgeräumt ist. Nur so kann man nämlich effektiv aufräumen und so macht es auch tatsächlich ein bisschen Spaß dann aufzuräumen, weil du ja genau weißt, hier, das kommt nach da, das kommt nach da, das geht dann auch rucki zucki und man kriegt Dinge nicht aufgeräumt, die keinen festen Platz haben. Ist ganz wichtig, seht ihr noch viel, dass nachher auf der anderen Seite alle ihre Sachen auch den perfekten Platz haben. So, hier ist nicht viel Bastelsachen drin, da oben steht auch irgendwo mein Plotter drin, also ich besitze einen Plotter, ich benutze aber nur ganz, ganz, ganz selten einen Plotter. Das lohnt sich nicht so wirklich in der Anschaffung, finde ich, wenn man, es kommt darauf an, mit welchen Bastelsachen man bastelt. Also unsere Stanzformen sind cool genug und da sind ja auch immer noch extra Stanzformen dabei, da braucht man es nicht so wirklich. Aber wenn ihr jetzt eine Firma habt, wo eigentlich immer nur die Konturen zum Ausschneiden sind, das könnte man auch ausplottern. Also ich nehme das alle Jubeljahre mal, um so ein Custom-Projekt zu machen. Wenn ich meiner Schwester zum Beispiel, die kriegt meistens auf ihre Geburtstagskarte irgendwas aus einem Buch oder einem Spiel, was uns verbindet. Und da designe ich dann mal was am Computer und plotter das aus. So, bevor ich es vergesse, hier an dem Tisch, da sind auch teilweise noch Sachen drin, also hier und hier nicht, aber hier unten sind zum Beispiel Karten, die mir geschickt wurden, da kommen die Stempler-Sketch-Karten rein, die bei mir ankommen und so weiter und so fort. Immer nur die aktuellsten und wenn das Fach voll ist, dann source ich das out, dann kommen die rüber. Und auf der anderen Seite habe ich hier ganz unten noch ein paar Bänder, noch ein paar Fremdbänder, die ich oft brauche. Hier sind so Basic-Werkzeuge, hier sind meine Heißklebepistolen drin, also eine Zange, um Stanzform auseinander zu trennen, ein Schraubenzieher-Set, Heißkleber, natürlich habe ich drei Heißklebepistolen, ich habe so eine große, wenn ich mal einfach nur irgendwo krass Heißkleber drauf machen muss, dann habe ich diese hier von Bosch, das ist eine, die ist ganz cool, die heizt vor allem super schnell auf und die, ja, die gefällt mir ganz gut, das hat halt so eine kleine Stange, deswegen habe ich die große behalten, wenn ich mal richtig irgendwo draufballern muss. Und dann habe ich noch diese Gluey-Heißklebepistole, die habt ihr auch schon gesehen, das ist so ein Präzisionsdings, wenn man mal nur was ganz Kleines, Feines ankleben muss. Und ja, was ist da noch so drin? Also Schraubenzieher-Gedöns und Kram. Also das ist so, zieht die Heimwerker-Schublade. Und ganz oben ist auch ganz, ganz wichtig, empfehle ich auch jedem, ein Tischmüll. Da kann ich Schnipsel und Folien von abziehen, Dingern und sowas. Hier direkt neben meinem Platz ist ein Tischmüll. Kann man auch direkt von hier oben einfach plopp in die Schublade reinmachen und dann einfach immer diesen Karton hier ausleeren. Ist super praktisch. Und das ist der Becher, den ich auch ab und zu auf dem Tisch stehen habe, wo ich dann so Abziehfolien und sowas reinmache. Also das ist super Tipp, ganz praktisch. Mein normaler Müll steht übrigens hier am Fenster. Ich habe zwei von diesen Stampin' Up Pop-Up-Becher-Dinger. Und zwar einen für Papier und einen für Plastik. Da sieht man, da liegen meistens einfach irgendwelche Süßigkeiten-Verpackungen drin, die ich habe. Und das ist eben mein Papiermüll. So, und dann gehen wir mal hier an das Regal. Was machen wir denn? Ich glaube, wir gehen von unten nach oben, weil unten sind eher die unwichtigsten Sachen und in der Mitte sind die allerwichtigsten. Und dann gehen wir von unten und dann nach oben. Hauptsache das hier als letztes. Okay, ja, wir fangen einfach mal hier unten in der Ecke an. Das ist tatsächlich kein Stampin' Up-Zeug, das ist einfach random Kunstzeugs, was ich noch habe. Da sind verschiedene Farben drin und Steinchen und Perlen und Schnüre und Farben und Nachfüllkleber, Heißkleber, Patronen, was auch immer. Also da ist einfach random Kunstkrempel drin, den ich noch so habe. Hier
ist oben, das sind Etikett-Handstanzen hier alles. Und so diese Shaker-Fenster von Stampin' Up. Da habe ich zugeschlagen, als die von der Schneekugel im Ausverkauf waren. Das ist nämlich meine allerlieblings-Weihnachtskarte, die ich hier kreiert habe. Deswegen habe ich mir noch einige gekauft von. Ja, das sind alles Etikett-Stanzen. Die haben nur bei den anderen Stanzen nicht mehr reingepasst. Hier unten sind aktuelle Motivstanzen drin. Richtig, also das sind Handstanzen. Auch hier eine weitere wichtige Bastelregel ist, zum Basteln braucht man gar nicht unglaublich viel Volumen, aber man braucht viel Oberfläche, man braucht viel Platz. In Fläche gerechnet, nicht in Volumen. Deswegen müsst ihr Sachen unterteilen und so. Also hier so ein Kallax-Fach, alles da reinmachen, ist super ineffizient. Das sieht man an diesem Fach oder auch an diesem Fach. Aber hier ist zum Beispiel viel besser, hier habe ich so eine Untertrennung. Und dann kann man viel besser die Sachen ordnen. Deswegen guckt, dass ihr viele Dinge in Schubladen tut oder so. Je mehr Fläche ihr habt, desto besser. Kein Volumen zählt, sondern Fläche. Genau, also hier Stanzen. Übrigens, wer diese Ikea-Dinger hat, wenn man hinten dran Nintendo Switch-Spiele packt, das ist der perfekte Abstandshalter, dass die nicht nach hinten in die Schublade rutschen, wo man sie nicht mehr sehen kann und nicht mehr rausnehmen kann. Genau, also hier sind aktuelle Handstanzen. Und übrigens, alles ist so ausgerichtet, dass wenn ich hier sitze, ich die wichtigsten Sachen haben kann. Also hier sind zum Beispiel, sind da auch Handstanzen drin? Muss ich mal gucken. Nö, da ist random Zeugs. Hier sind alte Handstanzen drin. Und die brauche ich natürlich deutlich seltener, deswegen sind die genau hinter mir, wenn ich sitze. Da komme ich nicht so gut dran. Die aktuellen, die muss ich greifen können. Deswegen, wenn ich hier sitze, kann ich hier gut greifen. Ne? Das sind immer die Regeln. Ihr seht, die allerwichtigsten Fächer sind dieses, 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 auch dieses so ein bisschen und dieses, dieses auch. Und dieses, also hier diese mittleren, und die kann man alle perfekt erreichen, wenn ich hier sitze und bastel. Das habt ihr vielleicht mal in dem Live-Video gesehen. Ja, deswegen, da sind so die wichtigsten Sachen und die hier unten braucht man eher eben selten, wobei man hier rankommt, da nicht. Also so ist es alles organisiert, dass ich nicht viel rumlaufen muss beim Basteln, sondern alles direkt griffbereit habe. So, das Fach sieht man auch ganz klar, was es ist. Das ist altes Designerpapier, was mittlerweile nicht mehr aktuell ist im Sortiment. Da kann ich eben gut durchblättern und schauen, was ich so brauche. Hier sind noch ein paar kleine Päckchen von dem Designerpapier. Das hier habe ich schon gezeigt. Hier sind auch noch alte Stanzen drin. Das da unten ist die Ecke. Da sind immer so ein paar aktuelle Kataloge drin. Wenn ich eben, ich kriege ja immer wieder Mails von Leuten, die gerne einen Katalog haben wollen. Und dann kann ich da einfach einen rausziehen, den in den Umschlag packen und wegschicken. Also hier sind Kataloge, da sieht man, sind auch Briefmarken und so weiter und so fort. Das hier sind diese Komplettbox, diese Komplettsets von Stampin' Up. Die habe ich immer noch nicht geschafft zu verbasteln. Die habe ich mal gekauft, weil ich damit ursprünglich auch eine Live-Reihe mit euch starten wollte. Aber das habe ich immer noch nicht geschafft. Ich bin da immer noch am Überlegen, welches Format ich da wähle. Ihr wisst ja vielleicht, ich habe relativ hohe Ansprüche für meine Bastelvideos. Und ich habe immer noch nicht gescheit raus, wie ich das machen werde. Aber sie stehen da und sie werden irgendwann verbastelt. Und im Zweifelsfall zeige ich es euch in irgendwelchen anderen Videos. Okay, gucken wir mal nach da, was ist hier noch drin? Hier ist meine Mini-Stanzmaschine, auch die. Hier ist mein Stuhl, kann ich direkt greifen, ist direkt griffbereit. Die steht auf den Platten drauf, die man braucht. Hier sind einfach so ein paar random Marker, insbesondere meine Permanent-Edding-Marker-Stifte sind hier drin, mit denen ich immer die Kataloge, Sales-Video anstreiche. Hier sind diese Goldflocken, das hier sind Folierungsstanzformen, genau, für die zum Folieren mit so Heißfolie. Wie nennt man? Hotfoil, ja, Hotfoil heißt es. Ja, das hier ist ein Päckchen Acrylblöcke. Ist auch super praktisch, auch einfach aus irgendeinem Stampin' Up Karton gebastelt. Die kann man so auf den Tisch stellen, da kann man immer die Blöcke brauchen. Das sind so die, die ich am meisten brauche drin. Und alle anderen sind eben noch in diesem Koffer drin, der auch zum Beschweren da drüben auf dem Stuhl liegt, wenn man doch die größeren Blöcke braucht. Aber hier sind so die Most Used Blöcke. Und hier ist noch mein Spezialstemplerblock. Habe ich auch noch nie gefeatured in irgendeinem Video. Muss ich mal gucken, ob man das gescheit sieht. Aber der ist auch relativ dreckig. Ja, die gibt es auch bei einem Titelaufstieg für meine Teammitglieder, aber da muss man noch einen Titel höher kommen. So, genau, hier sieht man, hinten drin ist mein Farbkarton. Den Farbkarton würde ich so lagern, dass die Oberfläche relativ lichtgeschützt ist. Also das Licht kommt bei mir nur an die Seite, das ist okay, weil das kann sein, dass der mit der Zeit ausbleicht. Aber hier die Seite vom Papier ist völlig okay, aber ihr müsst schauen, dass man es nicht von oben beleuchtet oder so, weil dann kann es sein, dass die Farbe sich verfälscht. Hier sind noch Stempelkissen, das habe ich neulich erzählt, die haben auch noch keinen festen Platz gefunden, gescheit. Meine Lieblings-Vintage-Farben habe ich nochmal gekauft, damit ich die mit Schwämmchen benutzen kann, weil die dann relativ dreckig werden innen und so weiter und so fort. Da muss ich mal gucken, vielleicht mache ich noch eine eigene Vintage-Ecke auf, wo ich Sachen dafür benutze. Und diese Kiste hier, das ist meine Metallic-Kiste, ist auch ganz, ganz wichtig. Hier ist drin, das ist diese All-Purpose-Ink, diese Glanzfarbe, die hatten wir auch mal in manchen Farben im Sortiment. Hier sind noch ein paar frische Schwämme und Ohrenstäbchen zum irgendwelche Metallic-Sachen auftragen oder auch Farbe rumschmieren. Das ist Foundry Works vom Tim Holz, das ist ein ganz cooles
Metallic-Produkt, auch ein schönes Wachs. Das hier ist die Nachfüllfarbe von den Delicata-Kissen. Das waren diese hier. Das war mein Handy anders halten so. Das sind diese hier. Die Nachfüller, damit kann man auch Technik machen. Hier sind meine meine Fingerschwämmchen. Das hier sind alles Pigmentfarbe, also insbesondere die Metallic-Farbe oder auch das Stampin' Up Weiß und so. Die sind alle hier drin in dieser Kiste, weil die ja schmierig bleiben eine ganze Zeit lang. Und hier, also hier ist sogar das Weiß, ich habe gelogen. Und hier sind noch bunte, die ich habe, um einfach nur irgendwas irgendwo aufzustupsen. So, jetzt quetsche mal alles rein. Und unten drunter habe ich mein Inka-Gold, das seht ihr auch immer mal wieder in den Videos. Das hier ist Metallic-Aquarellfarbe, ist auch sehr, sehr cool. Oben die sind Metallic, die unten hier sind irisierend, die kommen ganz toll raus auf dunklem Aquarellpapier. Genau, also das ist meine Metallic-Kiste, ganz, ganz wichtig. Hat es mir doch tatsächlich die Aufnahme beendet. Naja, okay, wir waren gerade bei der Metallic-Kiste. Die ist zurück. Einfach weiter steht meine Stanzmaschine. Auch hier wieder natürlich direkt in Griffbereitschaft. Ich muss mich nur leicht nach links umdrehen und dann kann die dich direkt greifen. Die Platten stehen direkt nebendran. Und wenn ich die einmal runternehme, dann sieht man, hier ist meine alte Stanzmaschine, die Big Shot. Die benutze ich auch, aber nur noch selten. Entweder wenn ich Massenproduktion habe für einen Weihnachtsworkshop oder sowas. Oder für mein Hotfoil-System, das ist hier drüben. Da benutze ich auch gerne die hier, weil die einfach einen anderen Druck habe und ich damit das erprobt habe. Hier an der Seite stehen Nachfüllplatten. Und hier hinten sind noch so ein paar größere Stanzen, die nicht in diese Schubladen gescheit reingepasst haben. Also zum Beispiel hier diese Stanz nach Wahl oder die Trio-Stanzen. Sowas ist alles da hinten. Genau, ihr seht auch, hier ist wieder aus Stampin' Up Kartons, die ich geliefert bekommen habe, und hier im Stück Holz sind so Regale gebaut, dass ich das gescheit, also die Stanzmaschine kann ich dann einfach rausnehmen hier unter, weil dieses Regalbrett da quasi drin hält. Also ich habe viel auch aus Versandkartons Dinge gebastelt und Fächer gebastelt. Ich habe mittlerweile auch einige von IKEA selber, hier zum Beispiel dieses, aber am Anfang war alles aus diesen Stampin' Up Kartons gebastelt. Ja, genau, also hier, es gibt von IKEA selber so Untertrennungsfächer. Dieses hier ist einfach nur so die Hälfte. Das hier sind die Schubladen. Das hier sind die Dreier-Schubladen. Die sind am allercoolsten, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Das weiß ich nicht. Nicole hat die mal gesucht und nicht so gut gefunden. Das kann sein, dass es die gar nicht mehr gibt. Und es gibt auch die in noch mehr Unterteilungen. Also hier sind es, ich habe glaube ich nur 4 reingemacht, aber ursprünglich sind es 5. Also da gibt es auch selber von IKEA so Dinger. Und das ist ganz cool, weil man dann eben nur die Hälfte hat. Und hier habe ich zum Beispiel eine Schublade selber gebastelt, einfach aus Farbkarton. Also ja, ganz wichtig, habe ich vorhin schon gesagt, Fläche. So, was ist hier? Hier sind meine Schneidebretter. Das ist das aktuelle von Stampin' Up. Das benutze ich ganz, ganz, ganz viel. Das ist das alte von Stampin' Up. Das benutze ich auch noch, wenn ich Glitzerpapier oder nicht Folienpapier, aber so Acetatfolie und sowas, wenn ich das schneiden will, dann benutze ich gerne das alte von Stampin' Up, weil da die Klingen einfach nicht mehr so geil sind. Deswegen wurde es ja ausgetauscht. Und die geht noch wunderbar, um eben so grobe Sachen zu schneiden oder so, aber will ich nicht benutzen in meinem jetzigen, damit die Klinge sich nicht so abstumpft. Und tatsächlich hält es auch überraschend lang. Ich habe das neulich bei irgendjemandem im Video gehört und habe total geschmunzelt. Ich bin auch immer noch am ersten Päckchen von den Nachfüllklingen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es die dritte oder die vierte ist. Hier sind meine Nachfüllklingen. Ja, 3 sind schon verbraucht und eine vierte lebt sogar noch. Also ich bin immer noch, seit es das Ding gibt, wann ist das rausgekommen? 2020, glaube ich, bin ich an diesem ersten Päckchen Nachfüllklingen. Einfach, das hält super und die sind super auch von der Schärfe her. Und ich schneide damit halt keinen Scheiß, ne? Und keine Fotos und kein Glitzerpapier und sowas. Das mache ich alles mit dem anderen Schneider und dann hält der auch wunderbar. Genau, und Massenproduktion, wenn ich welche habe, mache ich meistens mit dem Hebelschneider. Aber ich bin auch immer noch am ersten Dingsau. Und ihr seht immer, wenn ich damit zuschneide und so, ich schneide alles mit dem zu. Außer halt Spezialsachen. Und dann schont man seine Klinge und dann hält er auch ewig. Hier unten ist noch ein Schneidebrett von Fiskars. Das ist jetzt neu, das habe ich gestern geschenkt gekriegt. Muss ich mal austesten. Ich habe aber ein Teammitglied von mir gesagt, die hat gesagt, sie hat schon ganz, ganz viel früher mit Fiskars gemacht und die Klingen sind einfach nicht so gut. Auch wenn man die teuren Titanklingen kauft, halten die nicht so gut. Also da muss ich mal schauen. Hier unten sind so alte Stanzbretter. Da seht ihr auch, benutze ich nur sehr selten. Ist relativ staubig. Uiuiui. Das Envelope Punchboard, das Giftboard Punchboard. Da hinten ist noch ein Giftbox Punchboard. Hier ist die alte Prägeplatte für meine Big Shot. Sowas ist hier noch drin. Hier ist mein Hotfoil-System. Hier ist so das Zubehörkram, was man braucht. Und hier ist die eigentliche Hotfoil-Platte, also die Glimmermaschine. Für den, der das nichts sagt, da kann man auch spezielle Stanzformen drauflegen. Also das geht auch mit den normalen, die wir benutzen, aber das macht einfach einen anderen Effekt. Da gibt es eben extra welche, dass man die da vorhin in dem Fach waren. Das hier wird sau, sau, sau heiß. Dann legt man die drauf, dann werden die auch heiß und dann kurbelt man das durch die Stanzmaschine durch mit noch einer Folie oben drauf. Die stehen links oben auf dem Regal, zeige ich euch auch noch.
Und dann kurbelt man das durch und dann kann man eben Sachen folieren. Das ist aber ein ganz schöner Act, immer das rauszunehmen, und das ist auch nicht ganz günstig, also das sind nochmal große Anschaffungskosten. Deswegen mache ich das auch nicht in den Videos, weil das ist echt profimäßig. Das klappt auch nicht jedes Mal, da muss man üben, aber dann kann man eben Dinge folieren, habe ich hier gerade was drin. Ja, also es ist cool, aber es ist absolut nichts für Anfänger, ne? Also so Folierungen kann man selber machen. Das ist doch deutlich einfacher. Man kauft einfach ein foliertes Designerpapier, was einem gefällt. Und man braucht halt auch wieder neue Stanzformen dafür. Also das ist schon absolut Profi. So, was habe ich hier? Hier hinten dran ist so random Krimskrams. Das sind so Auszeichnungsdinger von Stampin' Up. So ein paar. Hier ist noch random Zahnräder und Elektrozeugs, was ich habe. Hier sind zum Beispiel meine LEDs oder sowas, die ich brauche. Also nicht die Karten-LEDs, sondern so ganz normale Lämpchen-LEDs, die ich brauche, wenn ich ein Deko-Projekt baue oder sowas. Ja, hier ist ganz wichtig, Umschläge in Vanille und auch in Weiß, die sind bei mir einen guten Verschleiß. Ich nehme sehr gerne die von Stampin' Up, weil das macht einfach einen riesen Unterschied, wenn man einen guten Umschlag auch zu einer Karte hat. Und wenn man da preislich die runterrechnet, sind die tatsächlich auch gar nicht so teuer. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es gibt welche im Office Supply, aber sobald man halbwegs gute in einem Office Supply kauft, ist man genau bei dem Preis von Stampin' Up. Deswegen habe ich einfach die und bin super glücklich damit, weil so ganz normale Büroumschläge, die tun es mir einfach nicht. Also ich will welche, die ein bisschen besser sind und dass man ganz schnell bei dem gleichen Preis von Stampin' Up. Hier ist das Mini-Schneidebrett, was es von SU mal gab, eine Zeit lang. Ja, das ist schön, wenn man irgendwo was abmachen muss, aber es ist wirklich super klein. Also besonders praktikabel ist es nicht. Das ist nur 10 cm hier. Hallo? 10 cm breit. Also das ist wirklich, hier ist meine Hand, ne? Es ist wirklich mini, aber um nur so ein Haar abzuschneiden, das ist manchmal ganz cool. Feuerzeugbenzin. Auch zum Saubermachen, wenn man irgendwas gar nicht weg will. Hier sind noch quadratische Umschläge und DIN-Lang-Umschläge. Hier sind die 3x3-Umschläge. Hier ist ein bisschen Acrylfarbe. Also random Zeugs hat sich hier angesammelt. Genau wie in dem Fach drüber. Hier ist Strukturpaste in den zwei Varianten, die wir haben. Das sind auch so Stampin'-Up-Buttons gewesen. Hier Kugelschreiber von Onstage. Da sind so Gummis drin, so Haushaltsgummis. Kreppband und Panzertape, auch ganz wichtig. Hier sind Pinsel, meine Lieblingspinsel, die ich viel benutze. Das hier ist auch noch Strukturpaste. Da sind meine Siegel drin. Die werde ich eben euch bald in meinem Video zeigen. Ja, hier hinten sind, ich habe ein paar von diesen Stanz Hüllen aufgehoben, falls ich da mal irgendwas reintun will. Das hier sind feine Pinsel, die ich habe. Hier ist ein großer Hebelschneider. Der ist aber nicht ganz so geil von der Qualität. Hier ist ein Timholz-Hebelschneider. Der ist geil, aber der ist mir ein bisschen zu klein. Ich habe den mittleren gekauft und es gibt auch noch den größeren. Muss ich vielleicht auch mal noch anschaffen. Und hier unten ist noch so ein Rollschneider. Den konnte ich auch nicht weggeben, weil der ist auch super nostalgisch. Und da habe ich auch so coole Aufsätze, die so Wellenkanten schneiden können. Die sind ziemlich cool, deswegen konnte ich den nicht weggeben. So, dann gehen wir hier weiter oder machen wir erst oben weiter? Ja, das sind hier die allerwichtigsten Fächer. Dann gehen wir mal hier oben etwas erst durch. Wir können mal ganz oben drüber reden. Hier steht jetzt ein bisschen Tinte. Ich habe auch schon in der Schule immer gerne mit farbigen Tinten geschrieben. Wir haben 5 Stück gleichzeitig. Manche Lehrer mochten das überhaupt nicht. Dann ist hier meine Flaschensammlung. Davon habe ich auch schon mal in einem Halloween-Video erzählt. Also ich sammle viele seltsame Sachen. Da drüben sind Spielkarten und Puzzleboxen, Brettspiele, Stempelkissen und Flaschen. Und die fülle ich alle auf mit Wasser und ein paar Tropfen Stampin' Up Nachfülltinte. Und da sind so LED-Leisten drin verbaut und die sind überall in meinem Zimmer. Also da oben sind welche drin und hier auf dem Schrank, der so die Decke anleuchtet. Dann hier um mein Fenster, hier an der Seite, sodass das hier diese ganze Wand anleuchtet und oben rüber, das ist super cool. Und der Drache da, der Kugel, der hat auch so eine Rainbow Glühbirne drin, sodass ich abends, ich habe ungern mein Deckenlicht an, weil das so ein Kaltweiß ist, und abends die Steampunk-Uhr da, die kann auch leuchten. Die hat überall so kleine Sternlichter eingebaut hier in diesem Zahnradteil. Und dann kann ich überall meine Lichter anmachen und die cyclen dann so langsam durch den Regenbogen. Und je nachdem, welche Farbe leuchtet, leuchten halt die Flaschen unterschiedlich auf, je nachdem, ob die Farbe halt gerade passt oder nicht. Und das sieht super cool aus. Deswegen, ich habe überall so bunte Lichter. Und dann, wenn ich die abends alle anmache, dann ist es genauso hell, wie jetzt hätte ich weißes Licht an. Aber es ist halt viel, viel schöner. So, was gibt es hier noch? Hier Musikboxen, auch ganz wichtig. Und hier drüben, das ist alter Farbkarton, also alte In-Color-Farben sieht man da zum Beispiel. Da wird jetzt auch noch einiges dazukommen. Hier sieht man genau einen Bruch, als das Flüsterweiß rausgegangen ist. Da sind noch meine Restbestände Flüsterweiß. Ja, genau, also da werden jetzt auch noch ein paar neue dazukommen obendrauf, wenn wir eben den Farbaustausch kriegen, und ich werde ein paar alte unten rausgraben. Ich habe von einer Farbe auch einen neuen Farbkarton bestellt, obwohl ich einen alten hatte. Da können wir dann mal vergleichen, wie die Farben aussehen. Aber ansonsten, ja, das sind die alten. Ich benutze das tatsächlich selten, aber ich benutze sie genau wie da drüben. Ich benutze die alten Farben hauptsächlich, wenn ich irgendein Projekt matchen muss. Also wenn ich irgendwas bastel zu einem Geschenk und das ist genau eine spezielle Farbe, dann bin ich froh, dass ich so viele alte noch zur Auswahl habe. Ich kann die auch nicht hergeben. Ich bin absoluter Farbfetischist.
Das geht nicht, die sind heilig, die kann ich nicht weggeben. Also manche alte Stempelsets ja, aber die Farben never ever. Genau, deswegen habe ich da eben noch die Restbestände von dem Papier und das ist halt immer cool, wenn man das dann gemeinsam machen kann. Ich meine, ich muss euch nicht erzählen, ihr seid ja, wenn ihr hier seid, wahrscheinlich kennt ihr das Prinzip von Stampin' Up und dann wisst ihr auch, warum ich den Farbkarton natürlich passend zu den Stempelkissen und den Markern und so weiter habe. Jo, genau, und die angefangenen alten Bögen und so, die sind eben hier in diesem Ordner drin, also die Verschnitte. Oben drüber steht noch ein Karton, da ist kein Stampin' Up drin, da ist Modellfarbe drin für so Miniaturfiguren. Die haben aber noch keinen gescheiten Platz. Habe ich einfach mal da oben hingeräumt. So ein bisschen ein Schandfleck im Zimmer, wenn man reinkommt. Den sieht man sofort. Der gefällt mir da noch nicht. Aber die haben noch keinen festen Platz. Da muss ich mir auch was überlegen. Hier ist Alkoholfarbe drin vom Tim Holz. Hier ist so das Zubehör dafür. Und hier ist die Alkoholfarbe selber drin. Oh, ist auch ganz schön staubig. Da sieht man, benutze ich nicht so super häufig. Ist aber ein voll cooler Effekt. Habe ich neulich eine Geburtstagskarte mitgemacht. Und hier sind die Folien für das Hotfoil-Zeugs. Genau, diese kennt man eigentlich auch, ne? Diese Folien, die man dann so abziehen kann. Und die packt man da drauf und kurbelt das zusammen durch und dann kann man sie nur folieren. So, hier ist auch ein ganz wichtiges Fach, das ist das Gute-Laune-Fach. Einmal hier meine Musikanlage, die zu den Boxen da oben passt. Und da sieht man auch, das Kabel geht raus und liegt da auf dem Boden. Das tue ich immer hier und dann in mein Handy, wenn es hier liegt, einstecken. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und auch meine Süßigkeiten, ich bin total zuckerabhängig, das ist ganz, ganz schlimm. Ich esse ganz viel Schokolade und Bonbons und Kram und deswegen ist hier immer im Bastelbereich etwas, das ich dann naschen kann zwischendurch. Das ist ganz wichtig. Hier sind noch meine Tim Holtz Distress-Stempelkissen. Auch hier wieder absoluter Farbfetischist. Ich konnte mir natürlich nicht einfach ein paar kaufen, sondern ich musste mir alle auf einmal kaufen. Und damit es nicht so ganz so tief in die Tasche greifen muss, habe ich mir die Mini-Stempelkissen gekauft. Aber die benutze ich tatsächlich nur ganz, ganz, ganz selten, weil die einfach zum Stempeln nicht so geil sind, die von Tim Holtz. Die machen aber halt schöne Farben und also so oft zu Aquarelleffekt oder so sind die total cool. Aber ich benutze sie hauptsächlich eben, wenn ich Farben matchen muss. Ne? Da gucke ich dann da durch und durch meine alten Farben und so weiter und so fort. Das ist ganz cool, wenn man dann eben eine ganz spezielle Farbe braucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich die habe. So, hier hängt noch ein Aufhebhelfer, wo ich immer diese Bürstenspitze drin habe und das Pixie-Tool zum Stanzen. Wenn ich die Stanzteile rausdrücken muss mit dem Pixie und mit der Bürste, die hängt immer hier. Die ganzen Sachen hier hängen an aufgebogenen Büroklammern. Damit habe ich immer. Und die sind dann mit Tesafilm ans Regal geklebt. Genau wie hier meine Holzstempel. Das ist alles für so Bürokratiezeugs teilweise. Da ist meine Adresse und hier der Stempel, der immer hinten auf die Karten draufkommt. Da steht eben, wer ich bin und meine E-Mail-Adresse und das Copyright bei Stampin' Up steht da drauf. Das ist mein Poststempel, den habe ich auch schon mal in irgendeinem Video gezeigt, den ich selber designt habe, weil ich stemple ja immer gerne, wenn ich auf einen Umschlag mache, kommt dann eine Briefmarke drauf und der wird dann immer abgestempelt, wie als wäre der durch die Post gegangen. Also wenn ich den persönlich zustelle, persönlich übergebe, dann wird der auch immer so designt. Ne? Dieser Wellenstempel, das ist der hier unten, ein Handmade-by-Stempel, hier ist mein Drachenlogo als kleiner Stempel. Also ja, hier sind so wichtige Holzstempel. Die kann man übrigens relativ einfach und günstig designen lassen auf so Office-Seiten. Das ist total easy. So, dieses Fach haben wir durch. Dann gehen wir mal hierzu. Hier ist relativ klar, das sind einfach meine Stampin' Blends. Da muss ich jetzt auch noch was umstellen, wenn die neuen Farben kommen. Da sind meine Visitenkarten drin, aber das oberste ist fast leer. Dann kann das eben ein Stück runter. Oder beziehungsweise ich werde wahrscheinlich die Neutralfarben nach dahin umziehen. Dann habe ich hier wieder ein bisschen mehr Platz für die neuen bunten Farben, die dazukommen. Da sind drin meine Resource Pages. Ganz, ganz alte Zuschauer erinnern sich daran vielleicht noch an die Resource Pages. Das mache ich aber mittlerweile nicht mehr, weil ich so viele Sets bestelle, das ist viel zu aufwendig. Hinten dran ist übrigens mein altes Embossing Pulver. Ich zeige euch nachher in den Schubladen meinen Embossing Pulverfächer. Da hinten dran ist Embossing Pulver. Also der Platz ist immer perfekt genutzt und die stehen da ganz hinten drin, weil die benutze ich so, so, so selten. Da muss ich eigentlich nie ran. Hier ist ein Stampin' Up Ordner, da steht so Bürokratiezeugs und Gewerbekram ist da drin und ganz wichtig, die Lieferscheine in den Stampin' Up Päckchen, die müsst ihr aufheben, damit ihr, wenn ihr was umtauschen wollt, da braucht ihr nämlich immer die Bestellnummer dazu und die steht auf diesem Lieferzettel drauf. Deswegen die Lieferzettel auf jeden Fall locken, abheften und aufheben. Nach 2 Jahren könnt ihr die wegen mir wegschmeißen, aber ganz wichtig für Garantie oder sowas. Es ist ein absoluter Krampf rauszukriegen, wo in welcher Bestellung euer was drin war und so weiter und so fort. Das kann ich nicht so gut machen. Da braucht ihr, und insbesondere wenn ihr es bei einer anderen Demo bestellt habt und das gar nicht mehr so wisst, packt's ein, packt's auf den Zettel und heftet's euch ab. Das ist ganz wichtig. So, hier ist noch so random Papier, buntes Druckerpapier, wenn ich, keine Ahnung, was Origami-mäßiges falten will oder so, dann immer aus ganz dünnem Druckerpapier. Hier sind Laminierfolien und so Magnetfolien. Ich tue ja immer die Stanzformen in die Stempelkissen rein, auf die Magnetfolien drauf. Die sind hier. Dann habe ich hier etwas dickeren Farbkarton in bunt und hier unten ist weißes Kopierpapier. Falls ich mal davon eins brauche, brauche ich aber nur super selten.
Beziehungsweise, nee, das ist hier das weiße Kopierpapier. Und hier oben ist noch mehr Schmierpapier. Da habe ich aber auch ein eigenes Fach für. Und hier oben ist so Vintage-Papier, so mit Büttenrand oder so vergilbtes Papier oder so Pergamentpapier. Das ist alles da oben drin, wenn ich mal Kalligrafie schreibe oder jemandem einen fancy Brief schicke oder so, dann immer auf so einem Briefpapier. Okay, hier ist auch eines meiner Lieblingsfächer Spezialpapier. Ihr wisst ja, ich liebe insbesondere zum Beispiel Metallicfolie, die ist alle komplett hier. Also hier sind vier Bereiche immer getrennt durch hier so ein Dings. Hier ist Metallicfolienpapier, hier ist Glitzerpapier, hier ist Pergamentpapier und hier ist anderes weißes Spezialpapier. Also zum Beispiel Aquarellpapier oder Seidenglanzpapier und so weiter und so fort. Das ist alles hier. Und hier stehen aktuelle Papiere aus dem Hauptjahreskatalog, die stehen hier noch mit dabei. Im Mini-Katalog, die stehen meistens in irgendeinem Karton in meinem Zimmer rum. Je nachdem, wie gut ich die Mini-Sachen eingeräumt habe, aber die stehen dann auch hier oben. Also hier stehen aktuelle Papiere. Ich kaufe ja nicht immer so viele Designerpapiere, deswegen ist das am allerkleinsten. Und die wandern dann eben auch irgendwann darunter. Und das hier ist auch so eine Bürokratie-Dings da, die ich viel fürs Stempelgeschäft brauche. Hier sind zum Beispiel Versandtaschen drin für die Kataloge. Der Katalogversand steht an, der neue Katalog. Ich habe sie bestellt, die kommen entweder heute an oder morgen. Das heißt, meine Kunden, das wisst ihr, kriegen immer automatisch den neuen Snap-in-Up-Katalog zugeschickt. Und da habe ich dann wieder einiges an Arbeit. Da sind die Umschläge dafür. Und dann habe ich hier drunter so Aufkleber, die ich hinten auf den Katalog draufklebe oder Adressaufkleber und so weiter und so fort. Die sind alle hier drin. Hier oben sind die Stanzmaschinenaufkleber. Ihr wisst ja, wenn man bei mir die Stanzmaschine kauft, kriegt man diese Aufkleber mit dazu. Das gibt es immer noch, das Angebot. Und deswegen sind die da oben, falls jemand mir die kauft. Ich sehe das übrigens bei den Online-Bestellungen nicht, gell? Es gilt immer noch, wenn ihr das online bei mir bestellt, dann müsst ihr mir eine Mail schicken. So, Tim, ich hätte gerne die Sticker. Wenn ihr es in Präsenz bestellt, dann kriege ich es natürlich mit. Und hier sind noch Nuvo-Drops in dem großen Karton. Der geht auch bis ganz hinten, weil auch da gilt wieder das Gleiche. Ich kann immer nicht eine Farbe kaufen. Ich muss immer alle kaufen. Und deswegen habe ich mir irgendwann mal alle Nuvo-Drops gekauft, die ich gefunden habe im ganzen Internet. Die sind alle da drin. Ja, hier sind aktuelle Stempelsets aus dem Jahreskatalog, das hier, und noch ein paar meiner Favorites, zum Beispiel hier setzt die Silge mein aller Lieblingsset und hier drüben, das brauche ich auch oft für diesen Stempel hier, das ist mein Most Used Stempel für Umschläge, da kommt immer auf jeden Umschlag dieser Stempel drauf, der Rest sind aktuelle Sachen aus dem Hauptkatalog und hier hinten dran sind meine Favorite alten Stempelsets, die Lieblingsstempelsets, die sind da hinten. Aber die werden wahrscheinlich auch demnächst mal umziehen, weil beim Basteln weitere richtige Regel, wichtige Regel, so rum aufpassen. Man benutzt nur, was man irgendwie on hand hat oder sich angucken kann oder durchschauen kann. Das ist ganz wichtig. Und die da hinten, die gehen einfach unter, die sehe ich nicht. Also ich werde die wahrscheinlich mal so in die mittlersten Fächer hier hin tun oder sowas. Also dass man die besser im Blick hat, dann greift man auch mehr danach. Wenn irgendwas ganz hinten tief unten in der Schublade verstaubt, dann findet ihr das nicht. Und da gibt es eine Lösung, die zeige ich euch auch, wenn wir hier drüben sind. Das geht aber nur bei manchen Sachen, bei Stempelsets geht das nicht so gut, wenn man eben durch Sachen durchgucken kann, durchblättern kann und so weiter. Das geht nur da hinten wirklich gescheit. Und auch hier ist wieder der Platz perfekt ausgenutzt, weil hier hinter lagern zum Beispiel meine Acrylfarben, die ich in so Tuben habe, in so Flaschen habe. Die sind dahinter und das ist auch gebaut aus einem alten Stampin' Up Versandkarton, noch mit Einsturzstütze. Die sind alle dahinter gelagert. Und dann schafft man es eben gerade so, dass zweireich zu machen. Sie gucken dann so einen Hauch über, aber das finde ich okay. Ja, also hier sind Most Used Stempelsets und wenn ich eben einen Spruch brauche aus dem aktuellen Sortiment in den Videos, ist es ja doof, mit den alten Sachen zu basteln, weil die einfach niemand mehr kriegt. Deswegen gucke ich dann hier gerne eben durch die aktuellen Sets durch. Manche wandern aber schon aus, je nachdem, wie der Platz gerade ist. Das hier ist das wichtige Papier, das ist das Stampin' Up Papier, hier oben in weiß. Grün ist immer, bei mir ist immer alles farbkodiert, seht ihr auch hier drüben gleich noch. Grün ist der dünne Farbkarton und rot ist der dicke Farbkarton. Also hier in grün-weiß, Ding dünn und extra stark. Daraus, wisst ihr, bastle ich immer meine Kartenbasen, das fasst sich einfach besser an und gibt ein bisschen mehr Stabilität. Aber für alles sonstige zum Stempeln oder zum Ausstanzen oder was auch immer, für Auflagen nehme ich immer den dünnen. Hier das gleiche Spiel nochmal in Vanille und hier unten drunter ist mein Schmierpapier. Ich benutze ganz viel Schmierpapier. Das seht ihr ja auch in den Videos. Und das ist alles Papier, was sonst weggeworfen wurde. Also hier sind zum Beispiel, guck mal, witzig, das Titelblatt von meiner Bachelorarbeit. Also Probedrucke von der Bachelorarbeit oder anderes Papier oder was auch immer. Alles, was noch eine weiße Seite hat, hebe ich hier in diesem Fach auf. Und dann tut es nämlich nicht weh, weil es ja sowieso eigentlich Müllpapier ist. Kann man da richtig verschleißen und da Sachen draus machen und hinschreiben. Wenn ich zum Beispiel Mathe mache, dann mache ich das immer auf solchen Rückseiten, wenn ich weiß, dass ich das nachher wegschmeißen kann. Also lauter so Sachen mache ich alles auf Schmierpapier. Deswegen hebe ich das alles auf, ganz wichtig. Oh, hier ist ein Anker. Den habe ich aus Schrumpffolie gebastelt. Aus meinem Lieblings.
ein Stempelset. Witzig, hat wohl keinen Platz, deswegen liegt er da. Hier drüben ist noch so ein bisschen Billo-Farbkarton, ne, das ist dann blau. So, den benutze ich gerne, wenn ich den allerersten Prototypen bastel. Oder auch mal für eine Kartenbasis oder so. Aber ich rate nicht, so Karton zu greifen, weil der einfach vom Farbton her und von der Textur her nicht so cool ist. Also wenn man sieht, das Weiß verglichen mit dem Weiß. Ich hoffe, die Kamera kriegt es raus, aber das ist kein, also das ist ein Riesenunterschied, das ist kein Vergleich. Außerdem hat das eine ganz tolle, glatte Textur und das ist super zum Stempeln. Und dieses hier hat eine super unruhige Textur. Das habe ich mal gezeigt im allerersten Tims Tipps Video, auf dem Papier, auf dem man nicht gut stempeln kann. Das ist genau dieses hier. Und das ist eben gut, wenn man, keine Ahnung, so ein Stempelkissenfach baut oder so ein Kram, aber eben nicht zum Basteln. Das benutze ich nur für Schrott. Oder zum Beispiel, wenn ich die LEDs verschicke, wenn ihr die mal bestellt, dann kommen die aufgeklebt auch auf so einem Bogenpapier, dann nehme ich gerne hier solches. Also wenn ich einfach nur irgendein Papier brauche, ist das gut, aber zum Basteln nehme ich tatsächlich keinen Schrott. So, was haben wir hier? Hier haben wir aktuelle Stempelkissen, Stempelsets aus dem Mini-Katalog oder aktuelle generell Sachen, die noch gerne bebastelt werden würden. Und nach einem gewissen Zeitpunkt stehen die auch einfach da, weil hier drüben kein Platz mehr ist. Also da sind noch Sachen, wozu ich Ideen habe oder die generell noch bebastelt oder bespielt werden wollen. Und eben viele aktuelle Sets, die sind hier auch wieder direkt hinter mir, damit ich die gut greifen kann. Da, das ist so ein kleines Teelichtglas, da steht immer ein Flüssigkleber drin. Wenn er so langsam alle wird, dann stelle ich den eben auf den Kopf, dass da wieder gut was rauskommt. Aber den aktuellen, den ich benutze, der ist noch relativ voll, deswegen braucht er nicht da drin sein. Und hier habe ich mal so einen Stifthalter gekriegt von Stampin' Up. Da steht auch immer ein Kleber drin. Also hier sind so Sachen zum Kleber auf den Kopf stellen. Und hier sind so die Most Used Basic Sachen. Blau sind bei mir so Accessoires, hier die Glitzersteine und so, das seht ihr immer in den Videos, die sind auch hier, aber das sprengt das, also das muss ich auch mal aussortieren. Hier in dem Abendblau ist denn aus dem aktuellen Mini-Katalog oder so, sind da Steinchen drin. Schwarz sind meine Aquarellstifte, ist klar, weil die sind schwarz. Grün sind Dimensionals, die sind alle hier drin. Gelb sind noch andere Steinchen, die ich hatte. Rot hier drüben, das ist in Rot. Das sind alte Stampin' Up Steinchen, aber auch die werden jetzt spätestens mit dem Katalogwechsel ausziehen. Da muss ich mir was anderes für sorgen. Da wollte ich auch noch so eine Art Resource Pages machen. Das vielleicht erzähle ich, hoffentlich denke ich dran, wenn ich nochmal bei den Bändern bin, mache ich was Ähnliches mit den Steinchen. Und lila ist für den Reinigungsprofis auch klar, ne? Weil das Ding ist ja, wenn es kommt lila, die sind alle hier. Da habe ich drei Stück von, zwei große normale und einen zerschnittenen für den Stemperator, sind für kleinere Arbeiten. Und oben drüber liegen auch immer so Bastel-Schmiertaschentücher, wenn ich mal was sauber wischen muss oder so. Auch ganz wichtig, das griffbereit zu haben. Deswegen liegen die da oben drauf. So, hier sind auch noch ein paar ältere Steinchen, beziehungsweise Schrottsteinchen. Ich kaufe auch manchmal Schrottsteinchen, so im 1-Euro-Shop oder irgendwie sowas. Die sind halt, man sieht denen sehr deutlich an, dass sie eine niedere Qualität haben. Und die benutze ich ganz selten. Ich bin tatsächlich jemanden, ich selektiere aus, wer die Karte kriegt. Also wenn ich weiß, das ist jemand, der guckt die an, denkt sich nett und packt die dann weg oder schlimmer noch, schmeißt die weg, dann kriegt der garantiert so Schrottsteinchen auf seine Karte, weil er nämlich nicht das teure Stampin' Up-Zeugs. Aber man sieht einfach die Qualitätsunterschiede und die sind einfach traumhaft schön, auch wenn die teuer sind. Ich finde die total klasse. Deswegen, wenn jemand das verdient hat, dann kriegt er auf jeden Fall immer die coolen Steinchen. Aber wenn ich weiß, es ist so jemand, da bestellt die Mama eine Geburtstagskarte für und ich denke mir so, ja, da schmeißt die sowieso weg, dann gibt es die Steinchen. So, auch hier, das ist jetzt, hier ist mein Stuhl nochmal zum Kontext, das ist direkt hinter mir. Auch ein ganz, ganz wichtiges Fach. Hier ist mein Papier drin. Hier sind Signal, Pastell und Prachtfarben. Hier ist die Grundfarben, die In-Color-Farben und die Neutralfarben. Das hatte ich auch schon mal in einem Video explizit gezeigt. Das habe ich immer in so Dokumentenhüllen immer jeweils die Farbe drin. Und da sammle ich eben insbesondere die Scraps, die Verschnittteile, die kleinen, damit man da immer rausziehen kann. Und hier nebendran sind Bastelunterlagen. Also ich bastel ganz gerne auch auf so einer Cutter-Unterlage. Und hier sind eben noch andere von diesen Stampin' Up-Dingern. Auch hier, das ist halt nur schöner fürs Video, weil das neutraler ist. Und auch so Schneideunterlagen vom Aldi. Da sieht man, da mache ich immer so Metallic-Spritzer drauf, damit es mir nicht alles versaut. Dann haben wir hier, da sind die aktuellen Resource-Pages mal drin gewesen. Den kann ich aber eigentlich auch mal zur Seite stellen. Hier sind Basic-Stanzformen drin, also welche, die ich oft benutze. Die sind hier auf so großen Magnetformen. Das sind immer die, die keine Stempelsets haben. Meine Stanzformen sind ja immer in den Stempelsets mit dabei, aber wenn die keine Stempelsets haben, zu denen die passt, dann kommen die hier immer auf die Magnetplatten. Also hier zum Beispiel die bestickten Rechtecke, die Basics mit Pep, hier diese Anhänger-Dingsies, hier sind die
Rechtecke mit Büttenrand, die Diorama-Stanzform, also solche sind immer alle hier auf den, das ist das Alphabet, das coole, das ist die Knallbonbon-Schachtel, also die sind hier auf diesen Magnetplatten in dem Basic-Stanzform-Ordner. Und dann gibt es noch einen sehr ähnlichen nebendran, da sind hinten dran eben auch Stanzformen, so random Zeugs, was ich sonst noch so habe. Das ist sogar von Stampin' Up, das da nicht. Ganz hinten ist viel Tim Holz-Kram, also hier sind auch ältere Stampin' Up-Sachen. Ganz hinten ist ganz viel Tim Holz Halloween-Kram zum Beispiel. Ja. Und ganz vorne ist ganz wichtig, ist meine Bandabteilung. Hier kann ich durchgehen, da habe ich von jedem Band, das ich besitze, so einen Streifen abgeschnitten und hier reingemacht. Und dann kann man eben durchblättern, wenn man ein Band sucht und sich aussuchen, welches man gerne hätte. Und das ist ein super Tipp. Und deswegen können eben auch Bänder irgendwo anders verstauben oder weggeräumt sein oder so. Weil, wie gesagt, man bastelt nur mit den Sachen, die man on hand hat. Und jetzt, ich habe mir angewöhnt, immer wenn ich ein neues Band kriege, dann schneide ich eben 10 cm ab und klebe die hier in den Ordner. Und dann sehe ich immer genau, was ich habe. Übrigens, bevor ich wundere, das ist nicht alles Stampin' Up. Mama bringt mir sehr gern irgendwelche Bänder mit. Wenn sie irgendwo ist und ein schönes Band sieht, dann bringt sie mir das gern mit. Weil ich verpacke halt auch immer Geschenke und so kleine Goodies oder so, Osterpäckchen oder was auch immer wir haben. Da kommt halt immer ein Band drumherum. Und je nachdem, wie viel da benutzt wird, tut es mir manchmal weh, eben so ganz teures Stampin' Up Band zu benutzen. Das sind meistens hier die oberen. Die unteren sind halt einfach noch irgendwelches anderes random Band, das wir halt so haben. Da kann man dann eben auch mal ein bisschen mehr für benutzen, weil das kostet fast nichts. Ja, also ihr wisst, ich benutze sehr gern Band auf meinen Karten, weil das einfach eine ganz tolle Textur macht. Das macht viel her und die sind alle hier eben eingeklebt in diesem Ordner. Und das war es auch schon. Mehr sind es nicht. Ich habe einen warme Farben, einen kalte Farben, einen Neutralfarben, einen Metallic-Farben. Und ja, da sind die eben diese ganzen Dinge angeklebt, damit man eben einfach einen guten Überblick hat und was raussuchen kann. Und dann können eben die Bänder auch woanders verstauben und oder weggeräumt sein. Und das Gleiche werde ich jetzt auch mit Glitzersteinen machen. Die Idee ist mir gerade eben unter der Dusche gekommen, dass ich das, weil mein Glitzersteinchenfach ja so platzt, dass ich das genauso machen werde. Und dann können die nämlich alle in irgendeinen Karton, irgendwo eine Schublade oder sowas, vielleicht in die da unten, nee, die da, da war noch was anderes drin, die da, und dann mache ich mir einfach einen Bogen. Ich drucke mir aus auf dem Computer ganz viele so kleine Rechtecke und dann klebe ich eben in jedes Rechteck so 2 oder Steinchen oder was auch immer, wie viele Größen da halt drin sind, immer da drauf. So ähnlich wie das im Katalog gezeigt ist. Da ist ja immer links oder rechts. Ich weiß gar nicht, ob es im neuen Katalog auch so ist, aber da sieht man immer das volle Steinchen-Dings da und noch so eine Detailaufnahme. Dann mache ich mir hier einfach dieses Steinchen rein und dann sehe ich genau, welche Steinchen ich habe, welche ich gerne hätte. Und dann weiß ich eben, okay, das hier ist nicht mehr aktuell oder was auch immer. Und dann kann ich einfach in die Box greifen und das raussuchen. Dann muss ich die nicht alle on Display haben, weil dann, na, die habe ich alle hier, damit ich die durchblättern kann und mir was raussuchen kann. Und dann mache ich mir so eine Resource-Page und dann hat sich das Problem. Dann kann ich die nämlich wegräumen. Dann kann ich mir nicht immer an der Stelle einen aussuchen und dann muss ich nur noch das finden. Ne? Ganz, ganz, ganz wichtiger Basteltipp. So, hier drüben sind wir angekommen. Was ist hier? Unten sind hier Prägeformen. Auch da hatte ich überlegt, so eine Art Resource-Ordner zu machen, weil es werden langsam viele, wo man eben bei jedem so ein A5-Papier nimmt und das einmal prägt und dann halt irgendwo zusammen in den Karton tut und dann kann man da einfach durchblättern und schauen, welche Textur man gerne haben würde. Das hier sind auch nur, das hier sind die aktuellen von Stampin' Up, das sind alte von Stampin' Up und hinten dran, beziehungsweise hier oben auch noch und hinten dran sind noch ältere von oder von Fremdfirmen, die ich habe, weil Prägevoll, da finde ich total cool. Das ist nämlich für relativ wenig Geld, haben die einen großen Nutzen und Textur sieht immer toll aus. Das macht immer was her. Hier sind ein paar Handtücher, die ich habe, insbesondere zum Aquarellmalen. Hier ist so eine, die Schaumstoffunterlage hier für dieses Rolldings. So ein Teil, um Embossingpulver oder Glitzersteine abzunehmen. Da haben wir mittlerweile auch eins von Stampin' Up, das ist hier. Aber das ist das, was ich davor hatte. Hier stehen noch ein paar alte Prägefolder und hier stehen so alle möglichen flachen Dinge. Der Semperatus, das Saubermacht-Dings da, Gridpaper, noch Platten, Prägeplatten. Hier unten ist die blaue Platte, die alte. Also hier sind einfach so generell flache Dinge. Und hier hinten dran im Hintergrund sieht man, da sind noch alte Stanzen auch, alte Handstanzen. Ah, hier sieht man noch die Silikonmatte und die Stempelunterlagenmatten. Also halt alles Flache ist hier in dem Karton. So, und dann sind wir auch schon in der Hauptreihe der mittleren. Ich muss mal gucken, wie ich mein Handy halt gehalten bekomme. So, das ist das Audiokabel von meiner Musikanlage. So, hier oben und unten sind vier Bänder. Auch hier gilt wieder einfach Fläche, ne? Aber die können eben dann mit, die können theoretisch auch woanders hin, die können auch weggeräumt werden, weil ich ja die Resource Pages habe. Das heißt, ich muss mir hier keins aussuchen können, sondern ich kann mir die da quasi im Katalog aussuchen und dann muss ich nur das richtige Band finden. Da stehen auch tatsächlich hier unten, das hatte ich noch gar nicht gesagt, da sind auch noch ein paar Bastelsachen. Hier sind zum Beispiel ganz viele Bandrollen drin, insbesondere diese ganzen Billo-Bänder, die ihr vorhin gesehen habt, die sind alle da drin.
Hier ist Kleber drin, Kleberoller und Flüssigkleber zum Nachfüllen. Hier ist Zeug für meinen Plotter drin. Hier sind alte 3D-Projekte und alte Karten, die ich gebastelt habe. Das ist aber mittlerweile voll. Deswegen steht meistens hier noch ein Karton, wo ich die Videoprojekte dann rein tue. Und hier sind die LED-Sachen drin, die ich alle habe. Ja, das habe ich auch vorhin noch vergessen zu sagen. Also hier sind viele Bänder drin, genau wie hier oben. Da sind auch ganz viele Bänder und insbesondere Kordeln und sowas sind hier oben viel drin. Und hier in der Mitte ist ein bisschen Band links und rechts und hier ist meine Schwamm- und Blending-Kiste. Also hier sind diese ganzen Schwämme, die ich sehr gerne benutze, für gröbere Farbtexturen, für gröberen Farbauftrag. Und wenn ich feine, geblendete haben will, dann nehme ich eben die Blending-Pinsel. Da bin ich total Fan von mittlerweile. Total schön. Aber wenn ich zum Beispiel inken will an den Rändern, das geht besser mit den Schwämmen. Oder auch wenn ich grobe Vintage-Textur haben will oder was Organisches auf irgendein Blümchen oder so, dann nehme ich gerne die Schwämme. Und wenn ich weiche Farbübergänge blenden will, dann nehme ich die Blending-Pinsel. Und da habe ich für jede Farbe oder für jede Farbfamilie, sagen wir so, also hier ist Farbfamilie Gelb, habe ich halt so eine Bürste. Man kann die theoretisch waschen, aber das wäre mir zu bunt, die jedes Mal nach dem Benutzen zu waschen. Deswegen benutze ich die immer in den etwa gleichen Farbfamilien und dann passt das auch. Dann kann man die einfach ausstreifen und das reicht dann vollkommen. So, dieses Fach ist direkt hinter mir. Hier sind eben zwei Sachen, an die ich nicht so häufig ran muss. Das untere ist Nachfüllzeugs, also weitere Dimensionals und Kleberoller und sowas. Das ist alles hier unten drin, so Verschleißmaterialien, die man oft hat. Da ist zum Beispiel auch Basic Strassschmuck noch nachbestellt und so weiter. Also das ist alles hier unten. Und hier ist noch anderes random Bastelzeugs. Hier sieht man zum Beispiel so Brusho Aquarellfarben, das hier ist Aquarellfarbe auf so Trägerpapier, hier ist noch ein bisschen Folierungszeugs, also und da hinten sind auch Fremdstempelkissen drin, so kleine Pigmentstempelkissen, die ich eigentlich für nichts brauche. Also hier ist so random anderer Bastelkram drin. Und hier oben ist mein Embossingpulver, hier in diesen Boxen, die kennt ihr aus den Videos, damit ich die griffbereit habe. Hier die Basics, also die weiß, klar und schwarz und Gold, Silber und Kupfer. Das sind eben die wichtigsten. Hier ist immer mein Versamark-Stempelkissen. Das lege ich immer falsch rum hin, damit es an der Oberfläche schön saftig bleibt. Das ich zum Embossen brauche, das liegt immer hier. Und mein Embossing-Buddy, der ist da drin, der liegt immer hier. Das heißt Klebepulver, das müsste da oder da unten sein. Das ist auch eins von diesen Boxen. Deswegen sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eben die 6 Basics und das heißt Klebepulver, das sind diese hier. Und hier diese Auffangschale, die ist da auch noch drin. Hinten dran ist auch noch altes Embossing-Pulver, die Basics von den alten. Ich zeige euch eben nachher im Video den Farbfächer, dann seht ihr im Vergleich, wie die aussehen. Das hier ist das wichtigste Fach, deswegen ist das direkt hier in Griffbereitschaft. In der Mitte ist die heilige Schublade, da sind die Basteltools, die ich als am alleröftesten benutze. Und damit ich mir nicht die hier zwischen meinen Beinen auf dem Tisch sitzend euch komisch präsentieren muss, glaube ich, zeige ich euch das nachher unter laufender Kamera an einem Videotisch. Zeige ich euch diese drei Fächer. Also nur damit ihr es räumlich einordnen könnt, hier ist mein Most Used Bastelzeugs. Hier oben sind noch weitere Sachen, die ich immer wieder regelmäßig brauche. Zum Beispiel Post-its sind da drin. Reiniger, Stazon Reiniger ist hier drin. So ein Stamper Magic ist da drin. Brayer ist da drin. Hier sind meine Stencils. Ich glaube, die Schublade muss ich dann auch nicht mehr zeigen. Die ist jetzt durch. Da sind eben diese Stencils, diese Schablonen. Und hier ist das Ding aus dem Acrylblöcke-Koffer. Da kann ich entweder drin lochen oder auch rumprägen oder sowas. Dafür habe ich den. Genau, also das ist nämlich... Hier hinten ist Talcumpuder. Das ist in dem Embossing-Buddy drin. Also, wenn man sich da einen selber machen will, das geht damit ganz gut. Wobei ich tatsächlich den von Stampin' Up besser finde, weil der aus gescheitem Stoff ist. Das ist nicht so durchlässig wie so eine Socke. Ja, also das ist hier oben drin. Ich zeige euch diese Schublade und diese Schublade nachher extra im Video. Da ist nämlich noch andere Bastelutensilien drin, so Tools und Werkzeuge, die ich nicht so häufig brauche, dass die in diese Schublade kommen, aber die ich trotzdem on hand haben will. Die Schublade zeige ich euch nachher. Ups! Tja, das hat man davon, wenn man hier so auf einem Tisch rumturnt, ist mir gerade das Handy aus der Hand gefallen. So. Was ist hier drin? Ganz oben, ich muss hier meine Füße benutzen, um dagegen zu halten. Die gehen nämlich mit einer Hand nicht so gut auf. Hier oben ist Schnickeli drin, also so Accessoires und Zeugs zum Aufkleben. Hier sind vorne sind immer die aktuellen Sachen drin, die es so gibt. Also so Paillettengedöns, hier sind die Spreizklammern drin. Also solche wichtigen Sachen sind alles hier. Und da ist die Reihe mit den alten Sachen, die ich habe. Hinten sind auch so anderes Basic-Kram zum Aufkleben, teilweise auch eben auch Fremdzeugs. Hier ist mein Abdeckmaskenpapier, meine Shakerstreifen und die Schaumstoffbögen. Also so diese größeren Kleberdinger, die sind hier auch drin.
Ja, und hier noch so random Zeug. Hier ist ein bisschen Glitzer vom Timholz in schwarz. Hier ist mein Tacker. Auch ganz wichtig. Brauche ich auch immer wieder mal. Ja, also das ist hier drin. Dann hier, ich brauche wieder meinen Fuß. Hier ist 3x3 Designerpapier. Aktuelles. Hier sind vor allem diese ganzen Farbfamilienpapiere drin, die ich so habe. Inkala Glitzerpapier, hinten ist Kraftpapier. Also hier sind so 3x3 Papiere vor allem drin. Und hier unten ist die Frage, ob ich das jetzt aufkriege. Ist random Zeugs drin und vor allem Nachfüllzeugs. Also hier ist noch ein bisschen Folienzeug und Klarsichtfolie. Und da ganz unten kommt ganz viel Nachfüllzeugs. Also ich habe zum Beispiel, als unsere Metallicfolie hier rausgegangen ist, die goldene und die silberne und sowas, habe ich mir da noch einige von gekauft. Von dem schwarzen Glitzerpapier zum Beispiel habe ich noch, von dem schwarzen Folienpapier auch. Also diese 12x12 Dinger oder von diesem tollen Vintage Gold oder so habe ich auch noch eins auf Vorrat gekauft. Die sind alle hier unten drin. Weil mir das nicht ausgehen darf, hier von meinem Metallic-Zeugs. Vor allem ganz viele Metallic-Folienpapier sind da drin. Und da unten ist ein bisschen schwergängig, weil die da oben so schwer runterdrücken. Aber mit zwei Händen geht's normalerweise. Ich habe ja normalerweise nicht so eine Kamera mit dabei. So, und jetzt sind wir tatsächlich auch durch dieses Regal durch. Und ich glaube, das ist es. Habe ich euch alles gezeigt? Müsste. Hier sind noch so diese Verpackungsdinger hinter meinem Fernseher. Sind so Verpackungsdinger von Stampin' Up so zum Zusammenfalten. Ist auch total praktisch. Jo. Ansonsten Bett, bisschen Kunst, bisschen Deko. Das ist die oder meine Leselampe. Die hat mir schon mal das Leben gerettet. Brettspiele, Stempelkissen, Tür. Ehemaliges Office-Box-Schreibtisch-Gedöns. Hier ist noch so eine Schublade, wo auch so Basic-Bürozeugs drin ist. Ein Laminiergerät, ein Etikettiergerät, also was Kram ist da drin. Ja, das ist mein heiliges Stempelkissenregal und die ganze Farbauswahl. Das ist so das Happy-Regal, das Farbregal. Das finde ich ganz cool. Und hier drüben sind eben alle meine Bastelsachen. Und hier sitze ich immer und drehe meine Bastelvideos für euch. Deswegen setze ich mich mal hier hin und mache jetzt dann noch meine Kamera an und dann zeige ich euch mal noch, was in den beiden wichtigsten Schubladen drin ist. Willkommen zurück zu gewohnter Bild- und Audioqualität. Jetzt seht ihr, wisst ihr sogar ein bisschen Kontext. Also ich sitze hier auf dieser Seite, hinter mir das große Bastelregal und auf der Seite ist das Fenster. Genau. So, jetzt hört ihr ein Geräusch, was ihr kennt. Dieses im Hintergrund. Jetzt wisst ihr nämlich auch, wo das her ist. Das ist nämlich immer von diesen Schubladen, wenn ich irgendwas brauche. Okay, dann gucken wir hier mal rein, was da so alles drin ist. Das sind, wie gesagt, die allerwichtigsten Sachen. Ich habe hier in der Schublade mit schwarzem Farbkarton so Abtrenner gebaut, damit mir das nicht alles so mega durcheinander haut. Und ich habe hier so drei Bereiche hinten und einen großen Sammelbereich da vorne. So, also das ist die Hauptschublade, die allerwichtigste im ganzen Bastelzimmer. Was ist da so drin? Ich fange mal hinten an. Hinten ist natürlich wieder nicht so ganz so wichtig. Also hier sind meine ganzen Aquapainter drin, die ich habe. In einem ist auch Alkohol drin, hier in dem grünen. Dann hier ist ein Metalllineal, um Dinge zum Messen offensichtlich. Hier ist ein Versamarker, da ist die Versamark-Tinte drin. Hier ist noch ein Kugelschreiber und ein Bleistift und noch ein Kugelschreiber, die gehören aber eigentlich nach da vorne. Hier ist der Pinsel aus dem Embossing-Set und noch ein Bleistift. Naja, hier ist... Oh, das ist noch ein Klebeband. Das sind die Mischstifte und zwei kleine Pinsel, um feine Embossing-Pulverspuren irgendwo wegzuwischen, um da sowas zu korrigieren. Die sind hier und ein Permanentmarker in schwarz, in fein, wenn man so kleine Sachen markieren muss oder drauf machen muss, insbesondere auf Stempel, so damit man die Position wiederfindet, male ich damit auch gerne auf die Stempel. Und hier hinten sind die Spachtelwerkzeuge für die... Strukturpaste, hier ist noch Wink of Stella, hier sind die Löffel, die ich immer benutze zum Embossing, hier ist noch ein sehr starkes Klebeband, hier ist die Pinzette fürs Embossing und noch so ein Glue Pen, das ist wie so eine Textmarkerspitze, aber kommt Kleber raus, mag ich auch total gerne, insbesondere für Designerpapier oder so, futzige kleine Sachen, finde ich super. Und hier haben wir dann, da oben ist die Klebebandecke, also hier sind verschiedene Klebebänder, das Abreißklebeband zum Beispiel von SU, hier Mini-Klebepunkte sind hier auf der Rolle und hier ist noch so ein random Klebeband. Hier sind meine beiden Stampin'-Up-Kleberoller, die kennt ihr auch, den normalen und den Plink & Vers Plus. Dann habe ich hier vorne so random Stifte, Kugelschreiber und Bleistifte, was man also braucht. Mein Falzbein ist natürlich ganz wichtig, hier ist das mein Lieblingsmetalllineal, das kommt eben eigentlich auch hier zu dem Metalllineal. Ein Flüssigkleber, auch immer ganz wichtig, den Tombow, den mag ich total gerne. Hier ist noch so eine random Klammer, um wenn irgendwas kleben muss oder so, kann man das dran machen. Hier die Stampin' Up Schere, auch die finde ich echt klasse. Hier ist die
Prägekugeln von dem Aufhebwerkzeug, die sind eigentlich normalerweise da. Hier ist noch mein Lieblingsstift, der hat so ein japanischer Stift, der hat so ein bisschen so eine Pinselspitze, den mag ich total gerne. Hier ist meine Lieblingspinzette, auch die habt ihr schon mal gesehen, das ist eine Quilling-Pinzette, heißt das Stichwort, die ist eben ganz spitz und fein vorne, mag ich total gerne. Da habe ich auch eine extra gekauft, die benutze ich immer, um unserem Hund die Zecken rauszuziehen. Und hier sind die Klebepunkte aus den Sets, das kennt ihr auch, die benutze ich gerne, um so kleine Schleifchen und sowas anzukleben. Und hier ist mein Lieblingskleberoller, der hat einfach, der ist von Tombow, Maxi Power Tape, das ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Die beiden kleben noch stärker als der hier, aber dieser hier ist pro Meter dann nochmal deutlich günstiger. Also für Sachen wie Auflagen, Weiß und sowas nehme ich immer gern den, aber um so ganz starke Sachen zusammenkleben geht hier nichts über die, aber diesen hier nehme ich gerne für random anderes Zeugs, was eben nicht so mega viel kleben muss. Ich habe alle Kleberoller durch, die ihr euch vorstellen könnt. Insbesondere von namhaften Herstellern wie Pritt, Uhu und sowas. Das funktioniert alles nicht. Könnte man alle wegschmeißen. Diese hier funktionieren und dieser hier funktionieren. Und es gibt noch so ein paar Spezialdinger in so Bastelläden, aber die sind auch arscheteuer. Ich mag diese und ich benutze den von Tombow, wenn es nicht ganz so super stark kleben soll. Ansonsten habe ich, ich habe alle ausprobiert. Alle. So, mal gucken, wie viele davon noch hier unten drin sind, in der Schublade. Da ist jetzt, glaube ich, stelle die an die Seite und nehme einfach die Sachen raus. Tendenziell werden unten natürlich die weniger wichtigen Sachen kommen, aber wir schauen jetzt einfach mal, wie weit wir so kommen. Und dann natürlich alle an die Seite legen. So, mit was starten wir denn? Wir starten mal mit hier hinten so irgendwie. Ich habe auch eine Million verschiedene Klebemittel hier drin, weil ich... für alles braucht man irgendeinen Spezialkleber. Und wenn irgendjemand in diesem Haushalt etwas geklebt haben will, dann heißt es immer, Tim, kannst du uns helfen? Und deswegen, ich habe hier eine Million verschiedene Kleber drin, alleine schon. Wenn ich mal so ein bisschen reingreife, ist das hier, was ich auf den ersten Blick sehe. Allein Kleber. Hier ist mein Kleber. Ja, also ich habe hier den Präzisionskleber von Stampin' Up. Ich mag den tatsächlich ganz gerne. Man muss aber wissen, halt, wie man damit umgeht. Dann habe ich hier, das ist zum Beispiel so ein Roller von Tesa. Ich hebe gern so 2-3, das hier ist auch ganz, ganz schlimmer Schrottroller, hebe ich gern auf. Ich bin nämlich auf dem Kriegsfuß mit manchen deutschen Ämtern und dann nehme ich das, um Dinge irgendwo festzukleben. Und wenn man die dann einschicken muss, irgendwelche Rechnungen oder so, dann nehme ich hier gern Billo-Kleber, damit es bei denen schön alles wieder auseinanderfällt. Einfach nur, weil ich auf Kriegsfuß mit denen bin. Dann habe ich hier so ein, das ist wie die Dimensionals, nur aber als Band. Finde ich nicht so praktisch wie die Dimensionals, weil man es eben abschneiden muss. Aber wenn man was Größeres hat, was man ankleben müsste, kann man das nehmen. Eine Nachfüllrolle Tesafilm ist ganz, ganz wichtig hier. Und auch immer 2 Tesafilmroller. Ach, hier kann ich mal direkt reinmachen, ne? Mache ich nachher. Also Tesafilm ist auch immer wichtig. Das hier ist von Scotch, das ist so ein wieder ablösbares Band. Also das klebt nur ganz leicht und das ist total praktisch. Das habe ich auch gestern geschenkt bekommen mit dem Papierschneider. Das ist super cool, gefällt mir gut. Ich wollte auch mal nach diesem Post-it-Tape gucken. Ich habe hier Fixogum, das ist ein Rubber-Cement, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, so ein Kontaktkleber, der klebt auch ganz, ganz viele verschiedene andere Sachen, das ist cooles Zeug. Ich habe immer Sekundenkleber da. Ihr wisst, ich habe gerne den in Gelform, den gelflüssigen, einfach weil der nicht so komplett wegläuft. Das mag ich den am allerliebsten. Ich glaube, ich habe aber auch flüssigen da, wenn man was abdichten muss zum Beispiel. Ist flüssiger ganz gut, aber ansonsten mag ich gerne den in Gelform. Das hier ist ein UV-Kleber. Das ist so ein bisschen wie so UV-Resin. Also man kann hier das Klebezeugs rausmachen und dann härtet man das aus mit so einer UV-Lampe. Das hält wirklich bombenfest. Für manche Sachen braucht man das auch, um irgendwelche Ritzen zu verschließen, wenn bei mir einer von den Stampin' Blends zum Beispiel aufplatzt. Bis ich den umgetauscht habe, nehme ich immer diesen hier. Also das ist ein UV-Kleber. Aber auch Plastik geht damit super. Zum Beispiel einmal ist Mamas Sonnenbrille abgebrochen oder so. Das geht mit dem am allerbesten. So, was habe ich hier sonst noch so drin? Ich grabe einfach mal von unten. Hier an der Seite stehen noch viele so Gutscheine und Krankenversicherungskarten, das zeige ich euch mal nicht, weil da sind überall peinliche Bilder drauf. Wenn ich eine Gutscheinkartenverpackung bastel oder eine alte Bahnkarte oder sowas, dann benutze ich gerne die, um eben zu testen, wegen der Größe. Und manche Sachen kann man damit auch super sauber machen, zum Beispiel die Schneidenaht in eurer Schneidemaschine. Hier sind so Dinger, die klebe ich in meinen Katalog rein, wenn ich noch irgendwas brauche. Dann habe ich hier verschiedene so
Stampin' Spritzer. Die mag ich tatsächlich auch ganz gern, die von Stampin' Up selber. Und zwar einmal in diesem, hier ist Bleiche drin. Das kennt ihr auch vielleicht aus einem ganz alten Tipps-Tipps-Video. Und hier ist goldene Metallic-Farbe drin und hier ist die champagnerfarbene Metallic-Farbe drin. Damit kann man eben Sachen einsprühen und denen so einen leichten Funkel verleihen. Hier ist noch einer, da sollte eigentlich einfach nur Wasser drin sein. Wenn da nichts draufsteht, ist Wasser. Hier ist noch ein leerer. Ich habe manchmal auch einen mit Alkohol drin. Ja, also die mag ich total gerne. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch ein Klebeband, was ganz, ganz fein ist. Falls man das mal braucht, ist auch immer da. Dann, ich grab mal. Ich fange jetzt einfach mal an, Sachen rauszuholen. Wir fangen mal mit den großen Sachen an. Das kennt ihr auch. Das ist mein Kleberschwämmchen. Manche Sachen kann man eben hinten gut einkleben. Dafür ist auch super dieser Stift hier. Den kann man dafür auch benutzen. Aber das hier ist quasi die Low-Budget-Version. Mache ich auch immer wieder in den Videos, seht ihr auch. Ganz wichtig, was hier drin ist, ist mein Color Couch. Hier habe ich von jeder Farbe, die ich besitze, eine Ausstanzung drin. Und auf der Rückseite steht dann immer, welche Farbe das ist. Da kann man eben gut nebendran halten und gucken, was passt, was möchte ich gern haben, welche Farbkombination. Ist auch ganz, ganz wichtig. Sind natürlich auch viele jetzt geworden. Und es kommen noch mal ein paar dazu jetzt mit dem Farbwechsel. Dann habe ich hier eine sehr große Bastelschere, falls man das mal braucht. Hier ist noch eine große Bastelschere. Die ist total witzig, weil die besteht nur aus den Scherenblättern. Hier sind nochmal so Katalogsticker. Die klebe ich auch immer in die Mathe-Skripts rein. Das hier ist meine Bandschere, weil ich habe gelernt, wenn man Papier schneidet mit Scheren, dann macht es die eben ein bisschen stumpf. Und damit man Band gut abschneiden kann, dass das nicht so ausfranst, wenn man es schneidet, habe ich hier extra eine Schere, die ich nur für Band benutze. Ist eben markiert mit einem Band. Das ist eben für die Alltagsschere und das hier ist extra die Bandschere. Dann habe ich hier so einen Spritzer, da kann man die Marker reinmachen und damit dann rumspritzen. Das ist auch ganz witzig. Hier habe ich meine Lieblingssprühflasche, die ist auch von Tim Holtz, von Distress, macht ganz tolle Sprühnebel. Das ist die Schutzkappe von der Schere. Hier ist noch eine Sprühflasche, die ich früher mal benutzt habe, die kann ich eigentlich mal wegschmeißen, die brauche ich tatsächlich nicht mehr. Hier sind zwei Lochzangen in unterschiedlichen Größen, eine sehr große und eine so eine, das hier hat glaube ich die Standard-Lochgröße. Dann habe ich diverse Cutter, die seht ihr auch immer wieder in den Videos. Hier diese grün ummantelten und auch noch diesen hier. Braucht man auch. Dann habe ich hier so ein Set Schmuckzangen. Eins, zwei und da sollte eigentlich noch eine dritte sein, genau. Die benutze ich gerne, wenn ich mit Draht arbeite oder so Metallarbeiten. Ist das ganz praktisch. Dann habe ich hier noch zwei random einfach so Scheren. Ne, es sind sogar drei. Also ich habe viele Scheren, aber die brauche ich theoretisch nicht. Die hatte ich mal hier drin, weil ich irgendeinen Workshop mit Kindern gemacht habe und haben die alle so eine Schere in die Hand gekriegt. Ich habe noch so eine ganz feine Schere für so ganz Minischnitte, falls man sowas braucht. Hier ist natürlich auch der Reinigungsnebel für unser Stampin' Scrub drin. Wobei das könnte auch einfach weiter höher kommen zu den anderen Reinigungsmitteln. Das ist dann nur aus Gewohnheit drin. Hier ist ein kleines Mini-Stempelkissen mit Bleiche drin. Dann ist hier noch das Reinigungskissen. Damit kriegt man diese rote Verfärbung von den Stempelkissen wieder ab. Von den Stempeln wieder ab. Das gibt es aber leider nicht mehr. Das hat sich wahrscheinlich so gut verkauft, weil eben nie jemand wusste, was das ist und was das kann. Hier ist mein Distressing-Tool. Hier an der, da ist so eine Klinge drin, damit kann man so Ränder kaputt machen. Da kann man aber eben auch eine alte Schere nehmen. Da kann ich dann mal so eine hier jetzt wegentfremden. So, was habe ich noch drin? Hier sind so Blending-Tools, die kennt ihr vielleicht von Distress, von den Tim Holtz-Dingern. Habe ich zwei hier drin liegen. Ich habe hier noch so eine extra Flasche von dem Kleber. Da, hier, der ist mit Kleber gefüllt, mit Tombow eben so als Präzisionsdings. Ich arbeite auch ganz gern tatsächlich einfach mit der Tombow-Flasche, weil ich recht geübt da drin bin und auch damit einen ganz feinen Auftrag kriege. Aber ab und zu, insbesondere wenn man irgendwo Kleber drunter fummeln muss, ist es toll, weil dann kannst du hier diese Nase irgendwo reinstecken und dann den Kleber reinmachen. Da habe ich eben eine so und ich habe auch noch eine leere. Bei meinem Alkohol hinten ist zum Beispiel auch so eine noch mit, liegt noch mit bei, wo Alkohol drin ist. Dann habe ich hier noch diverse Löffel. Die sind noch alle von früher, als wir noch viel mehr embossed haben. Die haben wir immer bei diversen Eisdielen aufgehoben. Hier ist auch noch einer, eben für Embossing-Zeugs. Embossing-Pulver oder Glitzer oder sowas. Dann habe ich hier noch einen Blender-Pen, einen Nachfüll-Blender-Pen.
Was habe ich noch? Ich habe diverses Washi-Tape. Dieses hier kennt ihr, um meine Bänder immer festzukleben. Das hier brauche ich zu allen möglichen so, wenn ich irgendwas tatsächlich zukleben muss oder für die Stanzmaschine. Wobei, da habe ich jetzt dieses hier entdeckt. Das war in so einem Pack drin, wo auch noch ein Stift dabei war und ein Notizbuch und sowas. Und das ist so eine schrottige Qualität, dass das richtig blöd klebt. Das ist also perfekt, um das wieder abzukriegen. Das klebt eben nicht so stark, wenn man das auch durch die Stanzmaschine gekurbelt hat. Hier ist noch eine große Bastelschere. Wie viele Scheren habe ich da eigentlich drin? Ihr seht, bis ganz unten räume ich das Ding nie auch. Noch ein Eislöffel. Hier sind Nachfüllklingen für Cutter. Und nochmal, das ist bei den grünen beiden dabei gewesen. Hier ist so eine Auffangspitze von einem der Lochzangen. Hier sind die Nachfüllspitzen von dem Aufhebwerkzeug. Dann habe ich noch alte Falzbeine, die gefallen mir aber nicht. Ich mag tatsächlich die von Steppin' Up. Die haben eine super Qualität und die sind tatsächlich auch aus Gebein, habe ich gelernt. Deswegen heißen die ja Falzbeine und die von Steppin' Up sind tatsächlich noch aus Knochen. Also ist nicht vegan, falls sich das jemand fragt. Und ich habe mit anderen nur schlechte Erfahrungen gemacht. Also auch zum Beispiel dieses hier, das mochte ich ganz eine Zeit lang ganz gerne. Das ist aus einem sehr harten Plastik. Aber wenn man da über was gut drüber geht, auch mehrfach, dann wird das eben an der Stelle so warm, dass es tatsächlich reinschmilzt. Vielleicht sieht man das. Das sieht aus, als hätte ich vorne drauf rumgekaut. Das ist aber einfach nur, wenn man das viel über Papier zieht, dann kriegt man da so kleine Rillen rein. Und jetzt zukünftig, egal wo man das drüber zieht, kriegt man wieder diese Rillen rein natürlich, weil die da in dem Material drin sind. Also es funktioniert einfach nichts. Ich könnte mir vorstellen, aus Metall könnten die auch funktionieren oder tatsächlich aus Gebein. Und so wie die von Stampin' Up, die sind echt gut. Also bei vielen von den Sachen im Stampin' Up-Katalog, wo man auch erst denkt, ach komm, brauche ich nicht. Wie so eine Schere. Weißt du, eine Schere habe ich. Ja, nee, so eine Schere habt ihr nicht. Und beim Falzbein ist es genau das Gleiche. Es macht einen riesen Unterschied, ob man tatsächlich ein richtig anständiges Falzbein hat. Da gibt es große Unterschiede. Dieses hier habe ich nur aufgehoben, um das zu präsentieren, wenn Leute fragen, brauche ich denn ein gescheites? Ja, brauchst du. Guck. Hier ist noch ein Kleber, nämlich ein Klebestift. Was habe ich noch? Ein Vintage-Feuerzeug. Das ist so, da brauche ich auch mein Feuerzeugbenzin für. Bei manchen Sachen, insbesondere was Siegel und sowas angeht, bin ich nämlich sehr pingelig mit der Tradition. Da nehme ich dann ein Vintage-Feuerzeug für. Hier ist noch ein Washi-Tape und ein Magnetband. Das hatte ich ursprünglich mal gekauft. Das war recht günstig, um auszuprobieren, ob ich damit meine Stanzform in diese Stempelverpackungen reinkleben kann. Das funktioniert aber nicht gescheit. Das benutze ich allerhöchstens noch, wenn ich irgendwas irgendwo zumachen muss, aber es nicht so stark halten muss, dann kann man das für nehmen, aber eigentlich ist das nicht so geil. Meine normalen Scheibenmagnete sind in dieser Schnickel-Schublade drin gewesen, die habe ich vorhin nicht gezeigt. Hier ist noch ein Kreidemarker von Stampin' Up, der ist auch schon etwas älter. Hier sind noch zwei Feuerzeuge, die ich immer benutze, um das Band anzusenken, das erkennt ihr vielleicht auch. Dann habe ich noch ein bisschen Schmirgelpapier, um, wenn ich was embossed habe, um das dann aufzurauen. Das sieht auch immer total cool aus. Was habe ich noch? Nochmal ein Tesafilm-Abroller. Ich habe als Kind alles zugeklebt mit Tesafilm. Das war ganz schlimm. Ein Geodreieck ist hier drin, wobei das hat eigentlich einen anderen Platz. Das steht immer so neben der Stanzmaschine. Das tue ich da gleich mal hin. Dann habe ich einen großen Radiergummi und so einen Präzisionsradiergummi. Ich habe so eine lustige Pinzette, die auf Druck aufgeht. So eine ist auch bei Stampin' Up in dem Set dabei gewesen. Und die von Stampin' Up, die hatte ich nur schon lange vorher. Und die von Stampin' Up finde ich auch cool, weil die eben vorne diese Keramikspitze hat, sodass beim Embossen nur das heiß wird und das dann nicht. Ja, deswegen diese hier, die wurde, da muss man echt aufpassen, wo man die hinlegt, weil das vorne verdammt heiß wurde. Hier sind noch zwei weitere Falzbeine drin. Die kann ich jetzt nicht umdrehen. Das hier ist das erste Testfalzbein, was ich graviert habe. Und hier ist, das ist ein altes von einem Teammitglied, was aber fehlerhaft wurde auf der anderen Seite. Die habe ich hier drin, wenn ich einen Workshop gebe oder so, dass ich da noch ein paar Falzbeine habe zum Mitnehmen. Hier ist noch meine dritte Stampin' Up Schere, auch für Workshop-Zwecke habe ich davon eine mehr. Hier ist noch eine kleine Präzisionspinzette. Was habe ich hier noch drin? Hier ist noch so ein Papierloch-Werkzeug, so ein ganz aus Komplettmetall. Dieses hier ist sehr, sehr, das ist ein bisschen feiner und dünner als das, was wir von Stampin' Up haben im Moment. Hier ist der angebrochene Sekundenkleber, der andere war noch in der Verpackung. Hier ist so ein, wie heißen die Dinger, Hexschlüssel, Imbusschlüssel, weiß ich gerade nicht, das ist von der Stanzmaschine. Falls da die Kurbel sich löst oder so, kann man das damit wieder festziehen. Hier haben wir so ein Dotting-Tool, das habe ich aus der Nagellackschublade von meiner Schwester geklaut. Ich habe mittlerweile eigene Dotting-Tools für Nagellack, damit kann man eben auch prägen.
Da haben wir ja auch das von Stampin' Up, aber dieses hier ist nochmal feiner, wenn ich irgendwelche ganz feinen Details machen möchte. Auch das hier, das ist von aus der Backschublade entwendet, zum Dekoration, zum eben Sachen in Marzipan oder Fondant falzen. Und eben das ist auch für, um Blütenblätter zu formen oder sowas, ist das total cool. Und hier ist noch eine Abdeckung für die aktuelle Schere, die ich benutze. Hier ist noch das zweite von denen. Ich habe ja zwei Aufhebhelfer, einer in meiner Schublade von gerade eben und der andere hängt ja da hinten bei den Stanzformen. Deswegen habe ich davon natürlich auch noch einen zweiten. Dann, was habe ich hier noch? Die Schneideklingen von unserer Schneidemaschine. Die gibt es auch in billig zu kaufen. Davon habe ich auch ein Pack zum Testen hier. Die bin ich aber noch nicht gekommen zum Testen, weil, wie gesagt, die von Stampin' Up halten so ewig. Da wäre ich vorsichtig mit. Ich meine, unser Schneidebrett ist ja fremd eingekauft. Das gibt es auch von anderen Firmen. Aber da gibt es tatsächlich einen Qualitätsunterschied. Unserer ist nicht nur anders von der Farbe, sondern vom Material. Die Rihanna hatte das Schneidebrett fremd. Und die hat tatsächlich mittlerweile das von Stampin' Up gekauft, weil das war so schrottig, wenn man die in der Hand hat. Ich war bei ihr und ich habe sie beide in der Hand gehalten. Du merkst es von Stampin' Up, ist deutlich schwerer. Das heißt, es ist aus einem anderen Material gearbeitet, auch wenn es die gleiche Form hat, ist das hier wertiger. Und bei ihrem hat sich hier diese Schneidenudel so ein bisschen verzogen und wurde so an der Seite so ein bisschen abgeschnitten. Und dann hat es total krumm und schief geschnitten. Also tatsächlich, das, obwohl das von einer Fremdfirma dazu gekauft ist, ist das Stampin' Up Brett aus einem anderen Material, wie ihr die Billo-Dinger kriegt. Deswegen macht nicht den Fehler und denkt, ah ja, ist ja das Gleiche. Ist es tatsächlich nicht. Ich hatte sie beide in der Hand und man fühlt den Unterschied. Und deswegen, bei den Schneideklingen kann ich mir gut vorstellen, dass auch da Stampin' Up einen besonderen drin hat. Ich meine, bei Fiskars ist es ja auch so, dass du die normalen Schneideklingen kriegen kannst und die Spezialklingen aus Titan, die länger halten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Stampin' Up Klingen auch mit Titan oder was auch immer sind und dass das die Billo-Klingen sind. Das weiß ich nicht. Das muss ich mal ausprobieren. Aber wie gesagt, ich habe es euch vorhin gezeigt, ich bin immer noch an der ersten Klinge seit 2000, also an dem ersten Pack Nachfüllklingen von 2020. Deswegen, da kann man über die Qualität echt nicht motzen. Und dann zahle ich auch die 2-3 Euro mehr und bin damit glücklich. Ja, das wollte ich auch mal an der Stelle gesagt haben. Hier, speaking of the Nachfüllklingen, da sind die. Dann, was habe ich hier noch? Dieses Basic Set Stempelkissen, die hatte ich mal zum Verschenken gekauft für meine Ex-Beziehung, damit, weil einfach eine gute kleine Farbauswahl drin ist, aber die Beziehung ist leider auseinandergegangen, bevor ich dazu gekommen bin, die zu verschenken. Dann habe ich hier meinen Klebemittelentferner, den kennt man vielleicht auch noch, den hatten wir auch früher mal, damit kann man so Klebereste eben wegradieren. Dann ist hier noch das alte Papierlochwerkzeug von Stampin' Up. Das ist auch, das ist einfach ein bisschen dünner, deswegen habe ich das noch aufgehoben. Aber ich mag den Aufhebwerkzeug, den Aufhebhelfer tatsächlich super, super gerne. Und als letztes aufgehoben habe ich mir jetzt hier noch meinen Embossing-Pulverfächer. Auch da, ne, ist es wieder, es geht immer nur darum, Sachen zu katalogisieren und Sachen on hand zu haben. Also entweder du hast alle Embossing-Pulver irgendwo stehen, wo du die siehst, oder man bastelt sich halt irgendwas, wo man sie dann eben regelmäßig angucken kann. Wie gesagt, wie das habe ich ja auch mit meinen Bändern und das werde ich jetzt mit meinen Glitzerständchen anfangen. Und hier wollte ich tatsächlich auch mal zeigen, bei den Metallic-Farben, die habe ich extra doppelt gemacht. Da sieht man es am allerstärksten, beim Silber zum Beispiel. Eins ist von Stampin' Up und eins hatte ich davor. Und ich hatte davor echt kein Billo Embossing Pulver, sondern auch immer noch ein gutes. Aber man sieht einfach die Qualitätsunterschiede. Ich hoffe, man sieht es im Video. Im Kameradisplay kommt es jetzt nicht so gut raus. Dieses hier ist von Stampin' Up und das glänzt und spiegelt viel mehr. Also man sieht hier genau meinen Fingernagel in der Spiegelung. Und hier drüben sieht man nur so milchig den Finger etwa angedeutet. Aber hier ist es wie ein Spiegel. Also das ist ein riesen Qualitätsunterschied, obwohl ich, wie gesagt, kein billiges hatte. Aber da ist auch ein Unterschied. Und das sieht man bei den Metallic-Farben mal allerbesten. Das Gold hier ist total matt und dieses hier total glänzend. Genau das gleiche wie beim Kupfer. Also da gibt es riesige Unterschiede. Und die Sachen, die bei uns im Sortiment sind, ja, die sind teuer. Die Embossing-Pulver sind nicht günstig. Aber man sieht eben auch tatsächlich den Qualitätsunterschied zwischen hier und da. Also das wollte ich auch mal gezeigt haben, weil das nicht so trivial ist. Deswegen stehen hinter mir tatsächlich die von Stampin' Up. Ich habe natürlich die alten aufgehoben. Also wenn ich mal was ganz Großflächiges zum Beispiel embossen möchte oder so, dann würde ich auf jeden Fall dieses hier benutzen. Einfach, das muss ja auch mal mit dem Max weg. Aber ich gebe mein Geld schon gern aus für eben Qualitätsbastelware, weil dafür stecke ich da einfach viel zu viel Zeit und viel zu viel Liebe rein, als dass ich das dann mit minderwertigen Sachen fertigen möchte. Deswegen hier sieht man zum Beispiel auch nochmal
tollen Unterschied. Und das seht ihr ja auch, wenn ihr irgendwelche günstigen Glitzersternchen habt oder so. Ihr könnt ja die Sachen von Stampin' Up, wenn ihr euch auch bei manchen Sachen noch unsicher seid, einfach mal ausprobieren und dann mal schauen, was so der Qualitätsunterschied ist. Insbesondere bei Bändern zum Beispiel ist das ein Riesenunterschied und bei den Glitzersteinchen, bei dem Embossingpulver auch zum Beispiel. Also ja, das sind viele so Sachen. Da ist tatsächlich einfach ein Unterschied. So, und jetzt ist mein ganzer Tisch schon wieder vollgeräumt mit diesem ganzen Zeug, was hier in der Schublade war. Die Schublade ist leer, aber dafür sieht mein Tisch jetzt etwas mehr aus, wie er sonst aussieht. Nämlich total voll gerempelt mit irgendwelchem Bastelkram. Gut. Das ist es von mir für dieses Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich weiß, ihr habt euch das lange gewünscht und das gibt es jetzt endlich als 10.000 Abonnenten-Special. Ich lade wahrscheinlich nochmal ein extra Video hoch, wo ich ein paar Dankesworte verlieren möchte, weil ich finde, das ist ein großer Meilenstein und ich wäre nicht hier ohne euch. Also ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video und wir sehen uns dann einfach in einem der nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem beim Stempeln. Wir sehen uns. You have been stempled.